Dann recht herzlich willkommen im völlig verrauschten und fiependen und weiß ich nicht was, alles mögliche Hauptstadtstudio. Ja, hatten wir schon Hauptstadtstudio. Also herzlich willkommen, Jens. Ja, hallo Lutz. Wir graben irgendwie zu jedem Rennabend hier was Neues aus. Wir werden hier also mit allen möglichen Problemen überschattet und belästigt, würde ich jetzt fast gesagt. Aber wie ihr uns kennt und auch den Nutzer hauptsächlich, kriegen wir das alles irgendwie geregelt, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Gut, wir sitzen jetzt hier in einer Gondel, es hallt ein wenig, es knarrt, der Wind rauscht, aber das wird uns nicht davon abhalten, einen tollen Rennabend zu erleben, oder? Nö, das hoffe ich mal ganz schwer nicht. Und wir werden mal sehen, was so insgesamt geht und was nicht geht. Wir sind heute hier in Silverstone. Ihr seht es, ist ja schwer zu überlesen auf dem Plakat. Und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für heute. Der Olli ist leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe ihn aber jetzt auch schon ein paar Tage nicht gesprochen. Aber gut. Olli, falls du uns suchst, wir sind nicht im TS. Ja, genau. So, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Strecke und hoffen mal, dass das ist jetzt hier irgendwie. Wir haben hier ein kleines Problem mit der Anzahl der Fahrzeuge. Und ich glaube, das hatten wir schon mal, aber diesmal. Gut, die können auch noch ein Quali joinen. Das heißt, wir beginnen jetzt hier mit unserem normalen Programm und sagen erstmal, ja, herzlich willkommen in Silverstone. Und ja, Jens, ich glaube, keiner kennt die Strecke besser als du. Sollte es vielleicht geben, aber. Ja. Ja. Nein, also ich kann mich entsinnen, bei der letzten Streckenvorstellung, da wusstest du die Kurvennamen. Ich, seitdem das hier umgebaut ist, finde ich mich ja nicht mehr zurecht. Und jedes Mal, wenn die über die alte Start-Ziel fahren, denke ich, ja, jetzt die Runde vorbei. Und ich habe, glaube ich, sogar schon mal ein Rennen abgewunken. Aber ich dachte, jetzt ist es vorbei. Nee, war noch gar nicht. Da war noch eine halbe Runde zu fahren. Ich finde das ganz doof alles. Und ja, das sind so, ab einem gewissen Alter hat man dann halt solche. Ja, da kann man mit solchen Veränderungen, die kann man nicht mehr einfach so verkraften. Da bin ich ja froh, dass ich von diesem gewissen Alter noch ganz weit weg bin. Nee, bei dir war der Umbau noch, als du es noch verstanden hast. Und jetzt wäre das allerdings auch schon nicht mehr möglich. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, sind wir mal gespannt. Ja, zurück auf der Insel. Klar, die Strecke kennt, glaube ich, jeder, der sich für den Motorsport interessiert. Auch nach dem Umbau hat die einen gewissen Reiz, ohne Frage. Charakteristik ist ähnlich geblieben. Es ist sehr, sehr schnell. Das werden wir heute auf jeden Fall wieder erleben. Wir haben einen schönen Arena mit reingebaut, wo es sicherlich mal eine enge Duelle geben wird. Wir haben eine Überholmöglichkeit mehr. Wir haben eine tolle Driftstelle. Also, wer letztes Jahr dabei war, wird sich an diesen legendären Drift vom Robin erinnern. Das war schon in Brooklands, war das, glaube ich, da in der Ecke. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich denke mal, wir werden hier heute 40 Leute am Start. Also, wenn ich noch richtig viele Haare hätte, würden die jetzt langsam grau werden mit der Vorstellung, wir wollen alles irgendwie erfassen, jedem hier gerecht werden, jedem seine tollen Action zeigen. Wird uns nicht gelingen, aber wir werden trotzdem uns bemühen, ja, das Gros hier zu zeigen, wo es abgeht. Und es geht hier heute Abend sicherlich wieder richtig ab. Da bin ich ganz fest davon zu überzeugt. Und du solltest mal deine Tochter aus dem Bett holen, die als Kabelträgerin anstellen, und die soll mal das Kabel festhalten, weil es knatzt wieder. Ich hab einmal mit dem Kopf genickt. Ja, du scheinst eine sehr lebhafte Mimik zu haben. Wir haben tatsächlich heute ein kleines Soundproblem, und zwar unser TeamSpeak-Server macht irgendwie die Grätsche, und da wir das nicht rechtzeitig wussten, konnten wir uns nicht umorientieren, und somit sind wir beide jetzt in Skype, und Jens kann halt ohne Push-to-Talk nicht frei sprechen. Und hat. Ja, also deswegen, ihr müsst das so verstehen. Jens ist eigentlich ein Typ, der nur böse Worte benutzt. Und dass man das nicht hört, liegt einfach nur daran, dass er Push-to-Talk hat. Deswegen klingt der immer so nett. Also der ist das gar nicht, sondern Push-to-Talk, Jens ist nett. Kein Push-to-Talk, wir werden sehen, knatzt und knallt und weiß ich nicht, Trommelwirbel und was das da alles im Hintergrund gibt. Also werden wir mal gucken. Also nehmt es uns nicht so übel heute Abend. Das ist natürlich Blödsinn, was ich eben erzählt habe. Aber das würde ja bedeuten, dass die Aufzeichnung morgen mit lauter Pieptönen versehen ist. Wenn du so weit bist, zeigt er den Anfang. Genau. Piep, piep, piep. Ja, genau.
Ja, Christian Rückert fährt auf 1. Warum fährt er auf 1? Weil er im Training ganz gut unterwegs war, glaube ich. Aber wir hatten. Alex ist noch nicht gefahren. Ja, naja, gut, aber ich glaube, im Training war der ja schon auch noch, zumindest kurz auf der Strecke. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, und der steht auf 2. Also gar nicht gefahren sein kann er nicht. Und ja, wollen wir hoffen, dass das hier alles gut geht heute. Wir haben nämlich tatsächlich normalerweise 40 Autos. So, und irgendwie gibt es das Problem, dass der 41. hier den 40. irgendwie verdrängt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das irgendwie sich einpegelt oder irgendwie doch funktioniert, weil ändern können wir jetzt nichts mehr. Das heißt, wir müssten dieses Kind nochmal niedriger komprimieren, oder höher komprimieren, also schlechterer Qualität abspeichern, damit das dann auch noch funktioniert. Da müssen wir jetzt mal grundsätzlich drüber reden, wie wir das machen wollen in Zukunft. Also von daher ist natürlich eine große Freude, wieder 40 Autos zu sehen hier. Momentan sind es, wenn ich das richtig sehe, 39. Und Jens, wir haben ja auch zu diesem Rennen wieder, also zum zweiten Mal jetzt den Gentleman's Cup und oder Gentleman Drivers Cup. Und jetzt müssen wir halt mal gucken. Ja, da gab es ja ein paar Neuerungen. Vielleicht kannst du da was zu erzählen. Ich sage hier gerade die ganze Zeit. Jetzt willst du nur testen, ob ich mich fleißig irgendwie schlau gelesen habe. Nein, wir haben natürlich diese neue Wertung, werden da auch hoffentlich gezielt in dem Rennen drauf eingehen können. Die Frage ist, das wollen wir jetzt noch mal ausprobieren. Der Jürgen Engelhardt, ich schaue gerade auf meine schlaue Ja. Liste, der ist dabei. Das heißt, wir haben, ich glaube, die Jungs haben die gelben Scheinwerfer gemacht, auf jeden Genau. Fall, damit wir es unterscheiden können. Es ist für uns nicht hundertprozentig immer zu ersehen. Also wenn ihr sehen würdet, mit welcher niedrigen Qualität wir hier das haben. Wir haben leider keine Videowand mit 25 verschiedenen Perspektiven. Davon Kopf träumen wir. stillhalten. Okay, Entschuldigung, es ist tatsächlich so unglaublich. Aber wir werden unser Bestes geben. Ich schwenke jetzt meinen Kopf leicht nach links auf meinen zweiten Monitor, um zu sehen, dass nämlich diesem Gentleman Cup es auch Bleib links zur da Sache geht. bleiben, da bleib, so Okay, bleiben. gut. Kann ich so aus dem rechten Augenwinkel den anderen sehen? Wunderbar. Also Michael Wenzel führt den. Also es ist wieder ein toller Abend hier. Klasse. Ich habe auch gerade schon ein neues Headset bestellt. Das nützt uns nur jetzt gerade im Moment nichts. Ich werde versuchen, mal weniger lebhaft zu moderieren. Ich hoffe, das gelingt mir. Ja, also es gibt noch ein kleines Unterscheidungsmerkmal. Die Numberplates an den Türen sind bei den Gentleman Drivers auch gelb. Also die Zahlen, die da stehen, die sind gelb ausgefüllt. Und ja, wie zu erwarten, Alex Rambo erstmal vorne und dann auch wirklich ganz knapp auf der ersten Runde, erste gezeitete Runde, 2 Minuten 063. Also 2 Minuten und 63.000. Also da Ja. brauchen wir jetzt uns auch gar nicht irgendwie was vormachen, weil er ist auch der Einzige in der Hotlap-Liste, wie mir der Jens sagt, das kann ich mit seinem Wissen prahlen. Ich habe gar nicht reingeguckt. Aber ich bin ja doch so fair und sag's, dass ich es von Jens weiß. Ja, Jens, dann sag's selber, komm. Bei den Statistiken greifst du fast immer auf mein Wissen zurück. Ich halte es nicht aus, echt. Wie ist der Typ vorbereitet, wenn es um die Resultate, um die Meisterschaften geht? Ja, Das ist unglaublich. gar nicht Aber wahr. ich greife auf sein Wissen zurück. Ich fasse es Ja. ja nicht. Das wäre, glaube ich, so ein Moment gewesen, wo ich normalerweise die Taste nicht gedrückt hätte. Ja, genau. Ja. Ja, also, das ist genau wie du es angedeutet hast. Der Alex ist absolut einzige, der unter 2 Minuten gefahren ist. Ganz knapp gefolgt eben von dem Robin Hasse, der bei einer 2 Minuten 1,54 liegt. Und dahinter ist schon der Christian Rückert. Also der Christian spielt wieder vorne mit, aber BMS Racing 2, ich kann sogar die Teamnamen, dominiert hier momentan, zumindest in der Hotlap-Liste. Wir haben oftmals gesehen und jeder, der öfters Rennen fährt, weiß, Hotlaps fahren ist das eine, Rennen fahren ist das andere. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Definitiv. Also jetzt geht es hier auch erstmal in die Box. Wir haben auch noch 8 Minuten. Das ist überhaupt noch keine Gefahr. Und außerdem sind die ersten Positionen hier gar nicht so wichtig, sondern es geht eigentlich um die Position 10 und 11. Und da fährt mal wieder Marco Meier auf der 10. Also der hat wirklich immer so, ja, der ist immer das Zünglein an der Waage. Und ja, so gerade der immer so um die 10., 11. Position. Meistens schafft das dann noch auf Platz 7, 8 oder so. Mal gucken, mal gucken. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass er immer wieder im Gespräch ist. Also gerade bei Genau. den Fahrern, die sich ein bisschen im hinteren Feld bewegen, passiert das ja leider Gottes. Bei 40 Fahrern rutscht nun mal der eine oder andere durch und wir konzentrieren uns natürlich
immer relativ gerne auf die, wo es richtig abgeht, versuchen, öfter mal nach hinten zu schalten, aber jetzt gerade im Qualifying, sich nur so um Platz 10 zu qualifizieren, ist immer ein Garant dafür, dass man im Bild ist und auch zum Thema gemacht wird. Genau. Also momentan ist da der Thomas Wickler hingefahren. Eigentlich zu weit hinten für ihn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also zumindest was Performance betrifft. Der letzten Rennen war ja eigentlich immer so in den Top 5 angrenzend. Ja, aber wo soll er noch hin? Guck mal hin. Rambo, Hasse, Krause, Petrocello, Herzig, Rückert, Ziedenbiedel, Erna, Erna auf 8. Collage. Ja. Und wirklich, also Erna ist jetzt so der jetzt so ein bisschen mir auffällt. Ja. Der ist, glaube ich, nicht so häufig im Top 10 Quali. Aber ja, ansonsten, wo soll er noch hin? Du hast 10 Thomas Wickler, dann haben wir ja Tom Krüger und ja, Robert Stratner nur 15. und dann geht das so nach hinten weiter. Und ja, wir werden dann mal sehen, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Ich meine, wir haben ja nach dem letzten Rennen dann von dem, ich glaube, war es Ostaszewski, der Philipp, ich weiß es gar nicht genau, irgendjemand hatte ziemlich heftige Kritik geäußert, dass wir halt zu wenig hinten sind. Problem ist tatsächlich bei 40 Fahrern, wie lange willst du was von hinten zeigen, wenn vorne die Post abgeht? Bei 30 Minuten Rennlänge. Es ist unglaublich schwer, hier jeden irgendwie mal ins Bild zu bringen, in irgendeiner Situation oder vielleicht sogar noch gerade den Moment abzufassen, wenn der irgendwo im Gewühl fährt, wo er gerade tolle Szenen hat. Das ist für uns, wir haben halt nun mal nicht 8, 16, 32 Monitore hier rumhängen mit entsprechenden Kameras und wo wir das zugespielt bekommen, die Bilder, sondern wir müssen uns die schon selber suchen. Und das tun wir anhand unserer Liste hier, unseres R-Faktor-Monitors, der in Echtzeit einigermaßen die Abstände anzeigt. Und da, wo es am engsten ist, da gehen wir hin. Und erfahrungsgemäß war das bisher immer im vorderen Feld so. Und deswegen tut uns das auch leid. Wir würden das gerne irgendwie ein bisschen besser machen. Wir hatten heute, seitdem wir jetzt wieder bei Twitch sind, Own3D hatte das unterbunden, diese Funktion. Man kann einen zweiten Livestream einbinden. Man braucht aber einen zweiten Rechner. Das heißt, wir hatten noch ein Auto mehr drauf. Und leider hat das auch irgendwie dazu geführt, dass ja dieser Server, mit dem ich das mache, der kriegt das wohl scheinbar nicht so ganz gebacken. Also von daher, bitte nicht böse sein. Das werden wir irgendwie versuchen, für das nächste Mal in die Reihe zu kriegen. Aber im Moment geht es leider nicht. Ist schon ein bisschen paradox, dass diese Qualität der Meisterschaft, die ja dafür sorgt, dass 40 Fahrer immer noch am Start sind, indirekt dafür sorgt, dass Fahrer aus dem hinteren Feld eben durch so eine Option, die wir ja versucht haben, nicht gezeigt werden können. Also ja. Er hat damit gerechnet, dass nach so einer langen Laufzeit schon der Saison immer noch 40 Fahrer am Start sind. Also sensationell. Ja. Richtig, richtig. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Marco Meier fährt hier die Hütchen hinüber. So, und jetzt habe ich wieder gedacht, ich kriege wieder eine Zeit, aber nee, ich muss dann immer auf die Rundenzeit gucken. Ah, wir sind erst bei einer Minute, also das ist gerade mal die Hälfte, und zwar so ziemlich genau. Ja. Ach, fürchterlich, fürchterlich. Ja. Aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Spätestens dann, wenn man selber mal zig Runden auf der Strecke gefahren hat und irgendwie an den falschen Stellen vom Gas gegangen ist. Man gewöhnt sich dran. So. Ja gut, ja, wahrscheinlich muss ich dann tatsächlich mal wieder ein Rennen fahren. So, 1,4 Sekunden zurück ist er im Moment. 1,7 ist momentan der 10. hinter dem Führenden. Also das, wenn er das ins Ziel bringen würde, wäre er Platz 9. Da würde er sogar noch den Mike Kolosche verdrängen. Das ist aber wieder unglaublich echt. Ich meine, selbst Christian Rückert momentan mit 1,2 Sekunden Rückstand. Dennis Erner 1,3, Michael Losche 1,5, Thomas Wickler 1,7, Tom Krüger 1,8, Marco Meier 1,9. Das ist so alles diese zwischen 7 und 12 Tummeln. Das ist ja jedes Mal wieder so unglaublich. Ja, und dass die Abstände überhaupt eine 1 vom Komma haben, liegt einfach mal daran, dass Rambo davon eine halbe Sekunde schneller fährt als der Rest. Ja, Platz 2 bis Platz 10 innerhalb von einer Sekunde, ne? Und noch ab und eine halbe Sekunde davor. Ja. So, jetzt haben wir es verpasst, aber wir können es nachgucken. Nein, er ist nach wie vor auf 12. Oh, letzte Runde wurde nicht gewertet, oder wie? Ach doch. Gerade 2-2-0-23 ist er gefahren. 54.000 langsamer als seine schnellste.
Achso, dann kann ich mir das ja hier hinlegen und dann haben wir hier auch richtig viel Platz. Ja, Christian Rückert auf der 8 ist gerade auf einer schnellen Runde. Der muss ja auch noch ein bisschen nachlegen. Oh ja, oh ja. Wir haben ja tatsächlich eine Liga-Zeitung namens Burnout. Gut, ich will die Jungs nicht zu sehr knicken, aber der Name ist schon... naja, wollen wir hoffen, dass wir keinen dabei haben, der sowas schon hatte. Aber steht aber im krassen Gegensatz zum Inhalt, weil der ist top. Also das haben sie echt geil gemacht. Sollte man sich unbedingt anschauen. Findet ihr auf der Startseite von simrace.net unter Race Reports in der rechten, habe ich da so ein iFrame, habe ich das mal eingebunden. Also ziemlich coole Nummer, in Facebook ist es auch verlinkt aktuell. Die Jungs wollen wöchentlich, ich denke mal, die meinen alle 14 Tage bzw. 3 Wochen sowas machen. Jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist unglaublich, bis man die Texte zusammen hat und den ganzen Krempel angeordnet und die Bilder und. Also das ist eine sehr, sehr sportliche Aufgabe, die sie sich da gestellt haben. Und ich hoffe, die halten das durch. Aber absolut Hut ab vor dieser Leistung. Und ja, dann werden wir mal gucken, was ist. Also unbedingt momentan lesen. Wirklich geil geschrieben. So, Rückert fährt auf 4 vor. Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Dennis Erner ist bis auf Platz 10 zurückgefallen, ist aber auch gerade noch auf einer schnellen Runde, wie wahrscheinlich jetzt fast jeder. Michael Usche auf der 11 hat seine persönliche Bestzeit gerade im ersten Sektor gefahren, hat sich um 58.000stel verbessert. Also da findet auch definitiv noch ein Angriff statt auf das zweite Qualifying. Den sollten wir vielleicht noch unbedingt im Auge behalten. Ja, also hier ist, zumal er jetzt nur 3,5 Zehntel hinter der Bestzeit von Alex Rambo war, ja, jetzt kommen wir so langsam Richtung zweiten Sektor. Meine Strecke werden wir gleich nochmal in Ruhe vorstellen. Jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, wer sich hier für die Top 10 qualifiziert. Genau. Tom Krüger auf der 12 steht an der Box. Maxi Wolter auf der 13 ist auch noch unterwegs, war aber langsamer im ersten Sektor als seine persönliche Bestzeit. Also da wird nicht so richtig viel kommen. Der Mike Koloschka hat im zweiten Sektor ein bisschen an Zeit verloren. Aber Marco Meyer ist auf 9, also von daher, der hat sich dann von 12 da wieder vorgefahren. Dadurch ist der Dennis ja auch auf die 10 gerutscht. Vollkommen korrekt. So, jetzt kommen wir hier Richtung neuer Startziel. Wir sind nicht im Infield, Lutz. Nein, jetzt. Das sehe ich wohl, das aber finde ich doof. So, Platz 10 für Mike. Boah, guck dir das an. Guck dir das an. 21.000stel vom Dennis. Ja. So, und jetzt gucken wir nochmal zu Dennis. Der ist auch nur etwas über 4 Zehntel zurück im ersten Sektor. Und ist auf der alten Start und Ziel. Ja, ist persönliche Bestzeit gefahren im ersten Sektor, wenn ich das hier richtig sehe. Auch da findet jetzt wieder ein Angriff statt. Es ist noch einer nach vorne gefahren, weil Michael Losche ist zurückgefallen auf die 11, Marco Meyer ist auf der 10, Maxi Wolter hat den Sprung noch geschafft auf die 9. Also jetzt hier gerade zum Ende und der Dennis schmeißt es weg. Ah. Ja. Ja. Zum Ende des ersten Qualifyings geben sie hier alle richtig Gas. Aber Sascha Landgraf. Sascha Landgraf auf der 13. Ja, da. Ja, ich glaube, der sucht die Herausforderung, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, wir reden hier von dem Meisterschaftsführenden, weil der Alex fährt ja eh außerhalb der Wertung für mich. Ja. Der kämpft zumindest noch um seine Position in der Meisterschaft. Ja, also, sehr schön gesagt, ja. Er ist also der Zweitplatzierte und er befindet sich momentan ziemlich weit hinten im Feld. Also da muss noch ein bisschen was kommen auf jeden Fall. Und wer ganz, ganz enttäuscht, mich persönlich jetzt gerade... ist der Robert Stratner auf der 18, also ja. Auch das ist deutlich unter seinen Ansprüchen. Ja, mal so auch. Ein bisschen im Blick werfen, entschuldige, wenn ich dazwischen gehe, auf den Gentleman's Cup, der Phil Ostaczewski, der zweite in der Gentleman's Cup-Wertung, steht auf der 23 und der Michael Wenzel, der aktuell Führende, steht auf der 26, also auch da sind die beiden Jungs relativ eng zusammen. Ja, also ziemlich cool. Wollen wir mal vorstellen, wer in den Top 10 ist, oder? Ja, ich suche gerade was. Also würde ich vorschlagen, ich warte noch mit dem Umschalten.
Okay, weil ich habe es gerade hier noch stehen, deshalb lese ich es mal schnell vor. Qualifiziert für das zweite Qualifying ist der Alex Rambo auf der 1, gefolgt vom, der übrigens nur eine schnelle Runde gefahren ist, ja. Robin Hasten auf der 2, Achim Krause auf der 3, Christian Rückert 4, Thomas Wickler auf der 5, Top 5, wie ich gesagt habe, Sandro Petroschelle auf der 6, Julian Siedelwiedel auf der 7, René Herzig auf der 8, Maxi Wolter auf der 9 und Marco Meyer auf der 10. Also fast die üblichen Verdächtigen, bis eben so auf Sascha Landgraf und ja, den vermisse ich da ein bisschen. Ja. Ja, Mensch, nicht schlecht, nicht schlecht. Also wenn wir uns jetzt mal noch vor Augen halten, Alex Rambo und Robin Hasse haben Beobachtungsstrafen. Das heißt, denen geht es echt ans Leder, wenn der zum Beispiel der Alex wieder so aggressiv zu Werke geht wie in Brands Hatch. Also könnte es durchaus Probleme geben. Und ja, so, wieso sind die jetzt hier auf einmal alle raus? Raus ist, glaube ich, nur Kai Matt und Kurt Millenberger. Ja. Gut, die haben jetzt genug Zeit, wieder zurückzukommen. Ja, Andreas Oehrlich auch einmal raus. Mhm. Nee, der ist aber wieder da, aber nichtsdestotrotz. Ja, auf jeden Fall, was wir hier sehen, was hier stattfinden wird. Alex Rambo und Robin Hasse auf 1 und 2. Abgesehen davon, dass der Alex ja ungefährdet die Meisterschaft anführt, gibt es ja auch die Teamwertung. Und da ist das Team von den beiden Jungs aktuell mit dem S-Racing 2 auf Platz 2 in der Meisterschaft mit 56 Punkten Rückstand. Also die werden hier sicherlich mal einen richtigen Angriff auf den ersten Platz in der Meisterschaft starten, wenn die beiden sich da so vorne platzieren. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, dann werden wir mal schauen, was die Herrschaften sich jetzt hier... So, Kurt ist wieder da. Was ist jetzt mit Kai? Ist auch wieder da. Nix wie ins nächste Quali. So. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das umschaltet. Ach nee, ist schon da. Guck an. Ja. Und wir sind jetzt mal gespannt, weil jetzt geht's wirklich hier um die Wurst. Wir haben jetzt nochmal 15 Minuten und sind, ja, wir hatten ja zum Beginn des Gentleman Cups, also zum mit dem Start des sechsten Renntags, darüber nachgedacht, einen Superpole zu fahren, also eine richtige Superpole mit einer gezeiteten Runde, was natürlich für uns super Spaß geworden wäre. Ist aber bei den Fahrern nicht so gut angekommen, deswegen haben wir es nicht umgesetzt. Und ja, ich denke mir, es gibt Schlimmeres. Wir haben auch so unseren Spaß. Und wäre halt nochmal ja, ein Ticken gewesen, zumal ja auch die Fahrer dann in ihren, der Puls, der geht dann nochmal richtig hoch. So, wenn man dann dran ist, aus der Box rausfährt und seine Warm-Up-Lap und alles geht einem nochmal durch den Kopf und dann wirklich, man hat dann so 140, 150 und ja, und muss dann halt auf einen Punkt seine Leistung abrufen können. Und das hätte halt vielleicht dazu geführt, dass nicht ständig die gleichen Leute oder dieselben Leute vorne stehen. Aber gut, so ist es auch spannend, zumal ja dann wir dann auch sicher sein können, dass Alex zumindest aus der ersten Startreihe im zweiten Rennen des Abends dann startet. Und was da so mitunter passieren kann, haben wir ja in den letzten in Monaco und in Brands Hatch erlebt. Also das dürfte dann nochmal spannend werden, zumal wir ja hier mit Silverstone eine Strecke haben, wo wir alles haben, wo wir Überholmöglichkeiten haben, enge Passagen haben, aber im Grund eigentlich eine Highspeed-Strecke mit Ansaugen, mit genügend langen Geraden, um Windschatten zu bekommen, um sich dann daneben zu bremsen und. Also ist schon, also ich freue mich sehr auf die Strecke heute. Ich auch, ohne Frage. Also die Strecke bietet eine Menge, wie du schon gerade sagst. Wir haben hier auch mal so eine richtige Stelle, wo du lange auf der Geraden bist, richtig, richtig ansaugen kannst, den Vordermann dir zurechtlegen kannst. Also nicht so eine Klein-Klein-Strecke, das mag ich nicht. Ich mag es, wenn es flüssig ist, wenn es schnell ist in den Kurven, man die Autos eben am Limit bewegen muss und dafür ist Silverstone perfekt. Ja, so, wir haben jetzt auch mal wieder ein bisschen was gezeigt hier. Nämlich ein sich bewegendes Auto und das ist Maxi Wolter, der momentan auf der 10 fährt. Alle 10 Fahrer sind draußen. Wenn ich das hier richtig sehe. Gut, wir haben ja auch nur 10 Minuten. Ne? Wenn du dann bei 2 Minuten Rundenzeiten oder vielleicht 3 Zeiten, dann musst du schon ein bisschen Gas geben. Ja, genau. Ja, das haben wir ja zugunsten derer, die jetzt warten müssen, haben wir ja diese Zeit verkürzt auf 10 Minuten.
dann ist das fast sowas ähnliches wie eine kleine Superpol, weil auf so einer Strecke, wenn man hier drei gezeitete Runden fahren will, dann muss man die mehr oder weniger am Stück fahren. Also maximal eine Unterbrechung ist möglich. Und dann, weil 2 Minuten pro Runde, 3 Runden sind 6 Minuten, wenn man da noch eine Pause macht, hat man noch eine Einführungsrunde, sind schon 8 Minuten, dann wird es schon eng, noch die letzte Runde noch fahren zu können oder noch eine vierte fahren zu können. Also 2x2 gezeitete Runden sind rein von der Zeitvorgabe her möglich. Ob das jedes Mal so klappt, sei dahingestellt. Man muss ja auch die freie Runde erwischen, was jetzt bei 10 Fahrzeugen nicht ganz so dramatisch ist wie vorher mit 40, aber trotzdem muss schon alles passen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer auf P2 fährt. Sehr schön, ja. Ja, ja, obwohl Robin hast du da natürlich da auch heute mal ein deutlicher Kandidat ist. Also gerade im Training, im ersten Qualifying und in den Hot Laps folgt er seinem Teamkollegen. Mhm. Aber auch so ein Achim Krause und gerade so ein Christian Rückert, der haut ganz gerne im zweiten Qualifying nochmal so richtig einen raus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sag mal, wenn die fahren, ne, dann sehen die doch nicht, wer bei ihnen im Channel ist, oder? Nein. Wollen wir nicht mal bei Rückert den Simrace TV Client da rein schmuggeln? Dann haben wir wieder ganz viele Pieps, das lassen wir mal lieber. Ja, wäre doch mal ganz lustig. Ja, doch. Mhm. Keine so schlechte Idee. Mhm. Wir könnten auch beim Rambo mal uns einschleichen und so einen Ballon platzen lassen oder so kurz vorm Anbremsen, aber ja, nein, gemein sind wir ja nicht, aber wir wollen ja einfach nur mal ein bisschen Bewegung, ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil der Alex bietet uns ja wirklich tolle Rennen. Ja, aber wie gesagt, ist, wenn man so ein, der da gerade ganz konzentriert fährt, fährt in eine Rechtskurve und du schreist den an, links rum! Und dann, ja. Oh, das wäre ziemlich gemein, aber es hätte was. Die erste Zeit ist auf jeden Fall gesetzt vom Alex, ja, mit einer 2.004. Genau. Damit ist er spazieren gefahren, aber es wird schon für die Pole reichen. Ja, denke ich mal. Also, ja, zumal die anderen ja keine Nullerzeiten fahren hier im Moment. Also, der Sandro auf 8 Zehntel ran an Alex. Der Sandro Petrucello. Ja, jetzt grüßt sein Rückert. Oh, auf 1 Zehntel rangefahren. Ja. Schauen wir mal hin. Das ist das wieder mit diesem kurzen Qualifying. Das ist nahe dran an der Superpole. Weil, wie du vorhin schon sagtest, man hat nicht wirklich viele Versuche. Ne? Hier muss es schon wirklich direkt in der ersten, vielleicht in der zweiten Runde passen. Wenn das nicht klappt, dann hast du diese Superpole auf einmal vor dir. Weil dann hast du nur noch eine Runde und du musst dich richtig sputen. Ja. Also ich finde das mit diesem kurzen Qualifying. Wir fahren bei uns in der Liga ja auch nur 15 Minuten. Und da bist du schon manchmal richtig am Rudern. Damit du so 2, 3, 4 Runden hier, ja, wow, gute Zwischenzeit. Also das sorgt schon für hohen Puls. Und das ist das, was so für Fehler sorgt und was für Bewegung sorgt und für uns als Zuschauer und auch als Moderatoren einfach top ist. Definitiv so. Und jetzt schmeißt er die Zwischenzeit weg. Jetzt hat nämlich das Auto quer gestanden. Oder kommt er in die Box? Nee. Quatsch. Ach, ist ja die alte. Ich wollte es gerade nicht sagen. Das ist so zum Brechen, echt. Ich hasse das wie die Fest. Ja. Ja, so, und jetzt hat er es ganz weggeworfen. Ah, da wollte er es dann unbedingt dann nach Hause bringen, weil es war natürlich, ja, deutlicher Vorsprung, man, fast 3,5 Zehntel Vorsprung, ja, auf eine persönliche Zeit vorher. Aber es war schon eine Ansage, das wäre ein Angriff gewesen. Robin Hasse aktuell dahinter mit 57.000stel Rückstand auf den Christian Rückert. Sandro Petrucello dann eine halbe Sekunde dahinter. Dahinter der Thomas Wickler dann wieder mit 51.000stel. Julian Siedenbiedl 66.000stel. Also es ist wieder so alles super, super eng zusammen. René Herzig hat die erste Runde versaut. Der ist momentan mit 20 Sekunden Rückstand aktuell 10. Da wird aber noch ein bisschen was kommen. Ja. Ich bin jetzt hier gerade am Überlegen, was wir jetzt hier machen. Also, so ist das nicht gedacht. Weil es fliegen immer wieder dieselben raus. Der Kai Matt fliegt raus, jetzt der Andreas Oehrlich. Ja. Das ist so nicht im Sinn der Sache. Also, wenn wir nicht schon mit mehr als 40 Autos gefahren wären, dann würde ich ja gar nichts sagen, aber ja, ich gehe mal eben zu Robert. Ich versuche mal da rauszukriegen, was der da meint dazu. Ich mache mal hier mein Mikro stumm und bin gleich, genau, wieder da.
Ich erzähle ein bisschen weiter. In der Zwischenzeit ist nämlich der René herzlich vorgefahren auf die 4, wie auch schon von mir vermutet, dass da ein bisschen was kommt. So, das muss ich mal hier rübergreifen, damit ich auch mal ein bisschen die Autos switchen kann. Dann haben wir nämlich hier den Alex. Wir müssen ihn ja zumindest mal zeigen. Und ich gucke gerade mal, ist er schon auf seiner schnellen Runde? Oh, das könnte auch die Inlap sein. Deshalb ist das, glaube ich, mal gar nicht so spannend. Wir haben ganz hinten den Marco Meyer, der hat auch momentan noch keine wirklich gute Runde gefahren. Da haben wir ihn. Aber jetzt greift er mal richtig an. Das wird hoffentlich seine erste richtig gezeitete Zeit. Wir haben momentan die ersten 9 innerhalb von einer Sekunde. Also es ist schon deutlich enger als vor einem ersten Qualifying. Also wahrscheinlich haut der Alex gleich noch einen raus, aber es ist eng. Das ist richtig eng und wie schon vermutet, fahren die Jungs jetzt ihre richtig persönlichen Bestzeiten. Genau jetzt erst. So, beobachten wir mal den Herrn Meyer weiter. Ah, jetzt hat er eine Sekunde Rückstand. Wenn er die Zeit ins Ziel bringt, dann hat er genau einen Platz gewonnen. Ah, es ist unglaublich eng. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Es sind wieder mal alle Autos auf der Strecke. Der Julian Siedenbiel ist gerade auf die 5 vorgefahren. Achim Krause auf der 7. Da muss auch noch ein bisschen was kommen. Aber wir bleiben jetzt mal zurück bis zum Schluss bei Marco Meyer, weil der ist jetzt hier auf der Startziel, auf der 9. Und gucken mal, wo er da landet. Ja, eine Sekunde Rückstand und bleibt damit auf Platz 10. Hat 38.000 Rückstand auf Maxi Wolter auf der 9. Das ist schon super, super eng da vorne. Wir gucken mal, was der Robin Hasse macht, der ja mit so die schnellsten Zeiten gefahren ist. Er wird sicherlich noch versuchen, den Christian Rückert anzugreifen, aber er hat in beiden Sektoren Zeit verloren, auch auf seine persönliche Bestzeit. Aber er kommt rechtzeitig über Startziel. Da wird sicherlich hier nochmal ein Schlussangriff stattfinden. Wir sehen das jetzt gerade, jetzt fährt er seine Zeit. Und wir haben noch 40 Sekunden, aber er bleibt auf Platz 3. Gucken wir mal, was der Christian macht. Der Christian hat seine Bestrebungen, die Pole einzufahren, beendet und er steht an der Box. Wow. Ah, da bist du ja wieder. Ja. Ich habe keinen erreicht. Wir warten mal jetzt, bis die alle hier zu Ende gefahren sind und ich werde dann das über den Server-Chat versuchen. Weil das, wie gesagt, das betrifft hier 4, 5 Leute. Jetzt der Michael Wenzel. Also so geht das nicht. So, die Zeit ist abgelaufen. Robin Hass hat auch Gas rausgenommen. Ja. Also auf seiner Inlap, genau. Genau, ich glaube mal, das Ganze ist jetzt hier einigermaßen gegessen. Gucken wir noch mal eben kurz beim Achim. Ich verlasse mal hier die Konferenz, sonst geht mein Skype nicht. Mein Teamspeak nicht. Alles klar. Ja, auch der Achim hat es in seinem letzten Versuch nicht geschafft, sich zu verbessern. Aber es ist was geschehen, womit ich nie gerechnet habe. Es sind tatsächlich alle Fahrer innerhalb von einer Sekunde und ich habe es gerade ausgesprochen, da straft mich der Alex wieder an Lügen. Er hat noch ein bisschen nachgelegt, aber nicht so dominant wie bisher. Also, wenn ich hier richtig schaue, ist, glaube ich, eventuell noch der Sandro auf der Strecke. Genau. Schauen wir uns das nochmal zu Ende an. Der könnte sich nämlich ein bisschen verbessern. Das ist alles so super, super eng. Ein Zehntel reicht direkt für eine Platzierung. Aber das sieht nicht so aus, als würde er das schaffen. Nein. Er bleibt damit. Nein, er verbessert sich um einen Platz. Er verdrängt den Achim Krause von der 7 und ist damit, ja, selber 7. Achim 8. Das müsste es jetzt gewesen sein. Ich fasse mal zusammen. Alex Rambo hat die Pole ganz überraschend gewonnen. Allerdings weniger dominant als befürchtet. Also wirklich nur 2 Zehntel Vorsprung auf den Christian Rückert. Den sehe ich wirklich gerne in der ersten Reihe. Das ist nämlich auch gerade für die Teammeisterschaft mal so richtig spannend. Robin Hasse, der Teamkollege vom Alex Rambo, steht in der 2. Reihe, nämlich auf Platz 3, neben den René Herzig. Und da ist ein richtiger Sprung. Der Robin Hasse hatte 274.000 zurückgestanden, René Herzig dann direkt 8 Zehntel. Und dann
die letzten 7 innerhalb von 4 Zehnteln. Also es ist so unglaublich eng. Julian Siedelbiedl auf der 5, Thomas Wickler auf der 6, Sandro Petrocello auf der 7, Achim Krause ziemlich weit hinten auf der 8, Maxi Wolter auf der 9 und Marco Meyer auf der 10. Der Vollständigkeit halber, weil wir es vorher noch nicht gemacht haben, werde ich jetzt mal die restlichen Platzierungen vorlesen. Der Mike Kolosche steht auf der 11, neben ihm der Dennis Erner auf der 12, Sascha Landgraf, Meisterschaftszweiter auf der Platzierung 13, Mario Schilli auf der 14, Andreas Borde auf der 15, auf der 16 haben wir Daniel Streplow, auf der 17 Robert Stratner, 18 Fred Dunke, Michael Wirz, auf der 19, Enrico Herzig auf der 20, Dirk Sassmannshausen auf der 21, Frank Flipsen auf der 22, Phil Ostaschewski auf der 23, auf der 24, der Kurt Mildenberger, 25, Ole Schulz, 26, Jürgen Engenhardt, 27, Andreas Oerlich, Daniel Borowski, Michael Beetz, Andreas Braun, Felix Appelt, Lars Borowski, André Burger. Darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht alle waren, da ein paar Leute unfreiwillig den Server verlassen haben. Die sind irgendwo noch dazwischen in der Platzierung. Das habe ich jetzt hier leider nicht vorliegen. Aber ich denke mal so, das Wesentliche haben wir erfasst. Wir haben die Top-10-Platzierung. Wir wüssten, dass im hinteren Feld, im Gentleman's Cup, die Jungs auch nur 2-3 Plätze auseinander liegen. Also auch da werden wir ein Augenmerk drauf haben. Und ich denke mal, wir werden jetzt gleich ins Warm-Up switchen und dann mal schauen, was die Jungs da beschlossen haben. Eventuell kann es sein, dass wir eine kleine Pause einlegen, um eben zu gewährleisten, dass hier jeder sein Rennen zu Ende fahren kann. Das würde aber nur eine kurze Unterbrechung bedeuten, weil die Jungs hier arbeiten wirklich schnell. So, bisher gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, warten wir mal weiterhin ab. Ich nutze die Zeit einfach schon mal, um so ein bisschen auf Meisterschaftsstände einzugehen, weil wenn ich die Zeit hier gerade mal habe, warum soll ich sie nicht produktiv mit Informationen füllen? Wir haben die Komplettwertung, wo alle Fahrer drin geführt wären. Die führt extrem deutlich der Alex Rambo an. Der hat bisher die Läufe, es waren 12 Einzelläufe, er hat in jedem Rennen die Pole eingefahren. Er hat von den 12 Läufen 9-mal gewonnen. Das ist schon extrem beeindruckend. Er hat 426 Punkte und damit nach 6 Läufen 102 Punkte Vorsprung auf den 2 Platzierten. Und da wird es dann ganz am richtig interessant. Wir haben den Sascha Landgraf mit 324 Punkten auf Platz 2, auch mittlerweile schon mit 2 Siegen. Gefolgt von einem Christian Rückert mit 316 Punkten. In Erinnerung gerufen, Rückert steht auf Platz 2, Sascha Landgraf auf 13. Da kann also schon in diesem Rennen eine Verschiebung stattfinden, wenn nicht zumindest eine deutliche Verringerung des Abstandes. Direkt dahinter haben wir den Sandro Petrocello mit 306 Punkten. Der einfach glänzt durch konstantes Fahren. Er ist immer vorne zu finden und fährt die Punkte ein und steht deshalb zu Recht dort vorne auf Platz 4. Dahinter haben wir den Achim Krause, haben wir gerade gesehen, der ist noch kurz vor Ende des Qualifyings zurückgeschickt worden auf Platz 8 mit 306 Punkten, punktgleich also mit Sandro Petrocello. Der hat auch schon einen Laufsieg gewonnen, das war glaube ich im letzten Rennen. Und direkt dahinter haben wir den René Herzig mit 302 Punkten. Das heißt, wir haben Platz 2, 3, 4, 5, 6 innerhalb von 22 Punkten. Also Platz 2 ist noch alles offen, auf Platz 3 in der Meisterschaft, am Ende der Meisterschaft oben auf dem Podium zu stehen. Da kann noch alles passieren, da geht es richtig eng zur Sache. Und seien wir mal ehrlich, auch dahinter der Thomas Wickler mit 251 Punkten und der Julian Siedelbiedl mit 246 Punkten haben durchaus die Möglichkeit, da noch dran zu schnuppern. Also da ist noch alles drin. Ich mache nochmal eben die Top 10 voll, einfach nur, damit wir das gehört haben. Ich schaue gerade mal, was der... Da ist der Lutz dann auch wieder. Also auf jeden Fall der Andreas Oerlich noch und den Robert Stratner auf der 10, der in dieser Saison, wie ich finde, so ein bisschen unter den Erwartungen, auch unter den eigenen Ansprüchen fährt. Werden wir mal abwarten. Bevor wir auf die Teammeisterschaft, ich bin schon mal mit den Punkten angefangen, weil ich gedacht habe, ist die Zeit einfach mal sinnvoll. Bevor wir jetzt auf die Teammeisterschaft eingehen, die ja auch richtig, richtig spannend ist, sind wir mal Gentlemen und switchen rüber zum Gentleman Cup. Da haben wir ja gerade schon gesagt, das ist der
zweite Rennabend, der für diese Wertung zählt. Da haben wir den Michael Wenzel eben führend mit 28 Punkten und den Phil Ostaszewski dahinter mit 24 Punkten. Ole Schulz 20, Maxi Wolter ebenfalls nur 20, Fred Dunke 16, Tom Krüger. Also da sind noch alle richtig eng zusammen. Wir hatten erst einen Rennabend, da kann es also heute schon wieder richtig, richtig viel Bewegung geben. Aber wie ich finde, eine wirklich tolle Sache. Man hat auch als Mittelfeldfahrer, das soll jetzt nicht abwertend klingen, weil manche Leute fahren einfach da auf diesem Level, trotzdem eine Möglichkeit, intern in dieser Mittelfeldgruppe eine Meisterschaft auszufahren. Das finde ich super und sorgt sicherlich auch dafür, dass wir jetzt hier im siebten Rennen sind wir, glaube ich, immer noch 40 Fahrer am Start haben. Also das ist eine Tatsache, die haut mich immer wieder vom Hocker. Hätte ich am Anfang der Saison nie für möglich gehalten. Jeder, der sich so ein bisschen mit Simracing beschäftigt, weiß, jede Meisterschaft fängt mit ganz, ganz viel Euphorie an. Da werden Runden und Runden trainiert und dann geht's los und alle sind dabei. Und dann bröckeln nach und nach und nach die Leute ab, die vielleicht ja, die Lust verlieren, die Motivation, keine Erfolge haben oder wie auch immer. Und am Ende bleibt eben der übliche Kern immer über. Aber eine Meisterschaft schrumpft im Laufe der Saison. Es sei denn, wir reden hier von dieser Meisterschaft. Ja. Das ist also eine ganz tolle Sache, das macht riesig Spaß. Und ja, komm, Lutz, bevor ich mir jetzt weiter in den Mund fusselig rede. Was ja, wo ist Alex Rambo? Weil der steht ja auch hier jetzt in der Liste nach dem Umschalten ins Warm-up irgendwie nicht mehr auf 1. Da steht jetzt Christian Rückert. Und du knatzt ganz fürchterlich, mein Lieber. Knatzt, weil ich habe wirklich viel gequatscht. Ja, viel bewegt. So, das Problem ist, ich habe Quali-Positionen nur bis Platz 21. Okay. Ja. Das ist jetzt hier alles ein bisschen unbefriedigend gerade. Also, heute ist doch der 18.02., ne? Da gibt es auch nicht so sehr viel Möglichkeiten. Und, tja. Gut. Hast du denn die ersten 10 noch so einigermaßen im Kopf? Christian Rückert war Zweiter. Richtig? Hast du aber Dritter? Also Rückert war Zweiter, ja? Genau. Ja, so Hasse Dritter. Dritter. Krause Vierter. Nein, Krause war Achter. Ah, okay. Er ist nämlich ganz kurz vor Schluss von Marco Meyer. Der ist ja geil. Der Sandro war dann Vierter, ne? Ja. Oh, verdammt, ich hab's gerade vorgelesen. Können wir mal kurz zurückspulen? So, Fünfter, René Herzig, glaube. Achim Krause, Sechster. Thomas Wickler, Siebter. Nee, Achim Krause war Achter. Ach so, war Achter, ja. Julian, war der dann, wo war der? Sechster? Ja. Ich hoffe, das haut hin. Ja, das tut uns jetzt leid für unsere Zuschauer, dass wir jetzt hier das so halb öffentlich diskutieren, unsere Pannen, aber es ist leider nicht anders möglich, weil wir machen das hier in Personalunion. So, dann Thomas Wickler, Siebter? Nee, ich meine Marco Meyer hätte ihm verdreckt. Ja. Okay, Marco Meyer, Siebter, aber Thomas Wickler, hast du gesagt, der ist auf die 5 gefahren. Ja. Ja. Gut, dann setzen wir den jetzt noch auf die 5. Dann wäre Marco Meyer, nee, der war 9. Der Marco, der ist auf die 9 gefahren. Ja, aber reden wir jetzt hier vom Ende des ersten Qualifyings? Nee, vom zweiten. Eben, da ist nämlich der Wickler auf 5 nach vorne gefahren, am Ende des ersten Qualifyings. Ah, okay. Ja gut, dann gehe ich die jetzt mal fragen. In der Hoffnung, dass wir das noch hinkriegen. Ja, ich habe auch keinen Screen gemacht in dem Moment. Mist. Ja, super, die sind natürlich. Ja, gut, wenn die nicht hier im Teamspeak sind, dann haben sie halt Pech. Sorry, ganz kurz, wenn ich unterbreche. Dennis, bist du noch in die Top 10 gefahren? Nein, Dennis war 12.
Okay, und Maxi war 10. Wir warten auf 10. Ah, okay. So, Krause war 8. 8. Oh, warte mal, wenn ich dich jetzt hier gerade habe. Ja, drück Escape. Wenn es da Ärger gibt, dann sagst du, ich hab's gesagt. So, achso, warte mal, ich glaube, ich muss mein Mikrofon muten, der arme Jens. Ja. Alles gut. Ja, Leute, ihr könnt ja mal wirklich live erleben, wie es auch hinter den Kulissen dann zur Sache geht. Das Ganze ist, weil spontan und ganz kurzfristig eben das ein oder andere hier ausgefallen ist. Und ich auch gepennt habe. Normalerweise mache ich immer einen Screenshot von dem Ergebnis. Aber ich war irgendwie fest davon überzeugt, das läuft. Aber man macht man es einmal nicht, dann kriegt man direkt irgendwie die Quittung dafür. Wie gesagt, und ich hoffe, ich knarze nicht zu sehr. Weil mein Headset hat heute Abend ja auch kurzfristig den Geist aufgegeben, wenn ihr mich hier sehen würdet. Ich bin froh, dass wir hier keine Kamera haben, wie meine Kabelführung um meinen Kopf herum aussieht. Das wäre schon sehr belustigend. Gut, gehört einfach mit dazu. Wir werden trotzdem versuchen, das Ganze hier sauber über die Runden zu bringen und glaubt mir, die Renn-Action wird für alles entschädigen. Gut, ich nutze wieder mal die Lücke, um auf das wirklich spannende Teamwertungsklassement einzugehen. Ich habe es vorhin ja schon mal ganz kurz angedeutet. X-Factor Racing Team. Zu dem gehören Achim Krause, Sascha Landgraf und Kai Matt. Wobei immer nur zwei zählen. Also konzentrieren wir uns da mal auf Achim Krause und Sascha Landgraf. Auf 8 und 13, die führen in der Meisterschaft. Relativ deutlich, 56 Punkte, aber das kann sich auch ganz schnell drehen, weil BMS Racing 2 ist heute richtig stark mit Alex Rambo auf der 1 und Robin Hasse auf der 3. Da kann es richtig, richtig eng werden. Und direkt dahinter haben wir Fastlane Racing mit 300... Ah! Ja, ich höre dich. Ich switch da mal rüber ins TeamSpeak. Wo hab ich's denn? Gut. Heißt das, wir beenden dann Skype und machen es über TeamSpeak weiter, oder? Lass uns hier bleiben jetzt erstmal. Wir können nachher zum Interviews gehen wir rüber in TeamSpeak, sonst haben wir jetzt hier noch mehr Hudeleien. Okay, gut. Dann lass mich mal eben kurz jetzt zu Ende erzählen. Wo war ich denn? Genau, Fastline Racing. Christian Rückert aktuell auf Platz 2 und Thomas Wickler, der sich auch irgendwo in den Top 10 befindet, sind direkt dran. Das heißt, wir haben dort einen richtig heißen Zweikampf. 398, 367, nein, Dreikampf, Entschuldigung, 654. Da sind zwar 80 Punkte von Platz 3 bis Platz 1, aber das ist eng. Die fließen immer zwei Leute ein, wir haben zwei Rennen am Abend. Also X-Factor Racing Team, BMS Racing 2 und Fastlane Racing, da geht es richtig heiß her, da ist noch alles offen. Also da würde ich jetzt noch keine Wette abschließen, wie das am Ende ausgeht, weil, wie gesagt, gerade BMS Racing 2 scheint an Silverstone extrem stark und kann da sicherlich ein paar Punkte gut machen. Genau. Ja. Was nämlich die Teams, was die Fahrer noch nicht wissen, ist, dass wir dieses Jahr gar keine Fahrerwertung machen. Wir machen da reine Teamwertung. Und das Ganze geht dann auch zu Simracing Org in die Multileague Team Championship. No, da haben wir auch gleich den richtigen Namen dazu, damit da auch gar keine Zweifel aufkommen. Ja, genau. Nein, natürlich Unsinn, aber. Ja, wie du das eben schon gesagt hast, also das ist das, was mich hier so ein bisschen am Leben hält mit dem Alex, der hier so souverän auftritt, sodass man hier in der Teamwertung wirklich noch ein richtig, richtig enges Ergebnis hat. Und ja, mal gucken. Ja, wird auf jeden Fall heiß werden. Das Warm-up ist zu Ende. Ja. Und jetzt wird's richtig heiß. Genau, und jetzt müssen wir allerdings auch erstmal ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch
Ja, also die Startaufstellung haben wir hinbekommen. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass alle hier vernünftig da sind. Und ist schon lustig, wenn der ganze Krempel hier so durchläuft, ne, durch den Server, das dauert fast 20 Sekunden, bis der die ganzen Fahrer hier in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Das ist schon lustig. Ja. Ja, also was wir jetzt noch machen sollten, wir haben ja gleich noch die ganz entspannte Einführungsrunde, dass wir da nochmal eben kurz die Strecke ein bisschen vorstellen. Weil das ist irgendwie durchgegangen, aber gut, es waren viele unvorbereitete Dinge, mit denen wir nicht rechnen konnten. Aber ich möchte ja weiterhin mit Kurvennamen und Streckenkenntnis prahlen. Ah, hey. Ja, das ist schön. Wobei man dazu sagen könnte, ich könnte jetzt die Burnout nehmen und das vom Andrzej König vorlesen, weil der hat die Strecke dort auch sehr detailliert und sehr genau vorgestellt. Also das war schon nicht schlecht. Also da konnte man auch lesen, dass er da Erfahrung hat. Ja, mach's Kabel fest. Ja, Mann! Das ist nee, jetzt war es gut gerade. Das ging so. Puff, und dann war Ruhe. Okay. Es kann sich eigentlich nicht bewegen, weil ich habe hier irgendwie alles mit Kreppband zugebunden. Das sagst du. Ja. Ja. Oh, Mann, ist das lustig hier alles. Ja, wir werden sehen. So, wir sind im Rennen. Und, ja, komm, lass uns einfach mal hier bei dem Wagen bleiben, weil wir kommen, wir sind jetzt hier gerade auf der neuen Strecke und in die Arena. Hier haben wir eine richtig schnelle Rechtskurve und dann eine Spitzkehre. Das ist ganz heikel. Vor allem kommt dann ein super schneller Linksknick. Ich weiß gar nicht, ob der bei den Autos voll geht. Der Christian ist das, genau. Auf jeden Fall muss man da einmal die Linie genau treffen, sonst rutscht man hier rechts raus, verliert auf jeden Fall Schwung und fährt es runter Richtung Brooklands, wo man dann wieder auf die alte Strecke kommt. Das ist die Stelle, wo der Robin im letzten Jahr einen sensationellen Drift hingelegt hat. Ich glaube, der hat bis zum Anschlag gegengelenkt und hat so zwei Drittel der Kurve wirklich im Drift hingelegt. Ganz tolle Sache. Jetzt kann man Luffield, kennt jeder, der Silverstone schon mal ein bisschen gefahren ist, so eine zweite, dritte Gangkurve, wo keiner genau weiß, in welchen Gang er fahren soll und immer zu früh Gas gibt, man landet dann immer hier auf dem Curb. Dann sind wir Woodcote, jetzt kommen wir zu der Start-Ziel, wie der Lutz jetzt sagen würde. Ich sag immer zur alten. Ja. Ja, dann kommt Copes. Ganz heiße Kurve, richtig schnell, wo man viel gewinnen kann, aber noch viel, viel mehr verlieren, weil die Curbs hier auf der linken Seite sind heikel, da kann man sich schön dran aufhängen und rechts, rechts und Leitplanke abbiegen und dann kommt Maggots Beckett, die superschnellen S's, die einfach Spaß machen. Man kann hier voll reingehen, einen Gang runter, rechts, Auto zusammenbremsen, nochmal einen Gang runter, links, Auto wieder gerade stellen, wieder zusammenbremsen, noch einen Gang runter und dann wieder rechts Richtung Chapelle, um damit richtig viel Schwung Richtung Stope runterzufahren. Das ist dann einer der Stellen, von denen du vorhin gesprochen hast, wo man hier Windschatten haben wird, wo man sich ansaugen kann. Wir haben da zwar keine richtige, so typische Ausbremsstelle, weißt du, so eine Spitzkehre oder eine 90-Grad-Kurve, wo man die Autos richtig zusammenbremsen kann. Aber wir haben hier ins Dorf eben die Möglichkeit, auch zwei Linien zu fahren. Das heißt, wenn du dich daneben setzt, kannst du dich da wirklich behaupten. Wir haben auch, glaube ich, schon mal im Rollmanöver gesehen, außenrum entgegenhalten, den anderen ein bisschen irgendwie einbremsen, weil die Körper, den kann man relativ gut mitnehmen. Dann kommen wir hier jetzt runter nach Vail. Auch noch bekannt von der alten Strecke. Auch eine ganz schöne, die kann man richtig zusammenbremsen. Also spätestens hier ist dann dieses Überholmanöver geklärt oder auch nicht. Dann haben wir hier Klapp. Und dann geht es jetzt Richtung neuer Startziel. Auch die Kurve-Ecke ist total entspannt. Was wir jetzt leicht noch nicht gesehen haben, ist eben Abbey. Hinten die sehr schnelle Rechtskurve, die so ein bisschen Copes ähnelt. Also der Anfang der Strecke ist ähnlich wie der Anfang der alten Strecke. Richtig, richtig. Und nicht nur ähnlich, sondern es ist absolut identisch. Und ich weiß gar nicht, warum man so einen Abschnitt zweimal auf einer Rennstrecke bauen muss. Aber gut. Da sind wir wieder. Ja. Meine Herren. Ja, 40 Autos. Nein, 39 Autos sind es jetzt, weil ich gesehen habe. Ja. So, der Kurt ist, glaube ich, raus. Der hat jetzt das irgendwie missverstanden. Wir hatten nämlich jetzt kurz drüber diskutiert, ob wir den ganzen. Ich sehe das Ganze sein lassen heute. Ich sehe den Kurt auf der 28. Ist er jetzt doch wieder da? Auf der 28? Oha, stand der da? Aber der wird mir hier noch in der. So, jetzt geht erstmal die Formation Lab los. Ja,
Und es dauert und dauert. Das wird jetzt ein bisschen dauern, ja. Richtig. Das ist unglaublich. Also es ist ja eigentlich ein Feld, was man vielleicht von einem Langstreckenrennen kennt oder sowas. Wir fahren hier zwei Sprintrennen, zweimal 30 Minuten. Mhm. Irre. Guck dir das an. Die stehen da hinten bis auf die Tribüne. Ja. Habe kurz das Bier aus der Kühltasche geholt, auf der dritten Tribünenreihe und dann wieder ins Auto gestiegen. Super. Ja. So, hier sieht man das alles ein bisschen schöner, weil die fahren hier alle so im Abstand von 3-4 Fahrzeuglängen, manchmal auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ja, es nimmt überhaupt kein Ende. Da hinten tauchen im Horizont immer wieder neue Autos auf. Und ich sag's halt, am liebsten würde ich ja hier zu jedem Renntag erstmal 30 Minuten Laguna Seca fahren und die Kamera da unterhalb der Corkscrew hinstellen. Weil eindrucksvoller geht's nicht mehr. Das ist eine tolle Stelle. Ja. Nutzen wir mal obligatorisch die Einführungsrunde, um uns in Startspekulationen zu ergießen. Ja. Herzlich auf der 4. Wir haben zwar eine super lange Startziel, aber eine relativ schnelle Startkurve, die man, denke ich mal, gerade am Anfang fast voll fahren kann. Also, ja, ich denke mal, der Christian 2 wird sich da schon irgendwie breit machen müssen, weil der René steht ja direkt hinter ihm. Den Robin Hasse wird er aufschnupfen. Das ist so meine Spekulation. Ja, denke ich auch. Den wird er sich holen. Frage ist halt, Rambo startet ja erfahrungsgemäß auch immer sehr, sehr gut. Also von daher müsste man jetzt sagen, der wird vorne bleiben. Aber vielleicht passiert dem ja auch mal ein Missgeschick. Und ja, dass er mit seinem VW-Bulli, mit seinem Automatik-Bulli da irgendwas verwechselt. Und ja, weiß man nicht. Ja, gucken wir mal. Also wie du merkst, bin ich in meiner Spekulation so nicht wirklich auf den Alex eingegangen, weil für mich ist klar, der wird ihn Platz 1 behaupten und wir werden ihn jetzt hier am Start sehen und wir werden ihn sehen, wenn wir die Startzielfahne oder Flagge dann irgendwie wieder einfangen. Und im zweiten Rennen. Im zweiten Rennen wird er sicherlich mal wieder eine richtige Rolle spielen, gerade eben, weil er sich sehr, sehr vorsichtig im Feld bewegen muss. Er steht unter Beobachtung, kann sich da nichts erlauben, kein Anklopfen, kein ich nehme mich mal an die Tür. Der wird also mal sauber nach vorne fahren müssen. Nicht, dass ich sagen möchte, er fährt unsauber, er fährt hart. Ja. Oftmals im Rahmen des zu ertragenden. Aber er muss sich jetzt ein bisschen zurücknehmen und dann ist das hier in Silverstone richtig eine heikle Aufgabe, nach vorne zu kommen. Also auf den zweiten Lauf bin ich noch mehr gespannt, was ihn betrifft. Jetzt bin ich aber auch sehr, sehr gespannt, wie gerade so ein René Herzig, Thomas Wickler da vorne sich platzieren wird. Der Achim steht auf 8, für seine Ansprüche auch definitiv zu weit unten oder hinten. Also es wird heiß. Der René steht innen, wenn er vorne an dem Robin gut vorbeikommt, mal gucken, vielleicht kann er ja sogar den Alex angreifen. Ja, wir werden es sehen. So, dass sie jetzt hier ein bisschen durch die Gegend warpen, das haben wir immer am Start. Das ist leider so. Auch wenn hier massig sichtbare Fahrzeuge eingeschaltet sind, freigegeben sind, es ist leider nicht alles darstellbar. So, wenn alle stehen, sollten die Ampeln angehen. Ich weiß aber nicht, ob wir die sehen. Ach doch, ja, die kriegen wir ja eingeblendet. Ich weiß nicht, ob die Autos, die ganz hinten stehen, die sehen. Ja, da hat man, glaube ich, ein bisschen... Au, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir das hier so vernünftig in die Reihe kriegen. Und ab geht's. Wir bleiben hier mit der Kamera stehen und da hinten geht schon einer richtig ab. Uiuiuiui. Da hat's gescheppert. So, wen hat's hier erwischt? Ich glaube, Blitzen und Borowski. Ich glaube, der Christian ist vorbei. Ich glaube, der Christian ist vorne vorbei. Frank Flipsen auf 2, das glaube ich eher weniger. Und Andreas Braun auf 1, das glaube ich auch nicht. Der wird aber da... Was ist denn hier los? Irgendwas switcht hier gerade so ein bisschen durcheinander. Ich denke, das wird sich... Alex Rambo ist auf 5. Eben. Das ist das, was ich hier auch sehe, wobei ich das nicht glaube, weil Andreas Braun und Frank Flipsen vor ihm geführt werden. Aber Christian Rückert und Thomas Wickler, die fahren definitiv vor ihm.
Ja, genau. Also die beiden, die werden schon mit einer Runde geführt. Die sind wahrscheinlich da irgendwie vor und zurück über die Ziellinie geschwupst worden. Ja, jetzt hat der Alex hier direkt eine Aufgabe. Das ist ja das, was wir sehen wollten. Endlich fährt er nicht direkt vorne weg. Ja. Hat hier den Thomas Wickler vor sich und er macht sich sofort breit. Ja. Hat natürlich auch einen Hintergrund, denn meine Christian Rückert führt, das ist sein Teamkollege. Je länger er jetzt hier Alex aufhalten kann, umso mehr kann der Christian vorne wegfahren. Und der hat den René. Ja, genau. Der René drückt direkt von hinten. Der hat nämlich, wie vorausgesagt, den Robin Hasse geschnupft. Also Achim Hirte hat einen Platz verloren hinten. Ah ne, müssen ja zwei abziehen, hat einen Platz gewonnen. Also es ist eine Menge Bewegung. Gerade im hinteren Feld geht an Michael Wenzel, der Führende der Gentleman's Wertung, mal ganz weit zurück, bis auf die 34. Auch ein Dennis Erner ist zurückgefallen bis auf die 28, immer minus 2. Ja. Und der Andreas ist raus. Andreas ist Braun ist did not finish. Okay, dann wird das sich zumindest da vorne gleich wieder normalisieren. Robin Hasse ist vorbei an René Herzig. Ja, ich sehe es gerade, weil ich konnte es nicht so wirklich glauben. Ich wollte jetzt hier einmal vorbei defilieren lassen. Und Alex Rambo ist schon vorbei am Thomas Wickler. Ja, und dann wird er sich wahrscheinlich jetzt auch gleich aufmachen in Richtung Rückert. Allerdings, wenn ich das hier richtig sehe, hat Rückert 1,5 Sekunden Vorsprung. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Ja gut. War gut. Ja, Wickler hat ihn gut aufgehalten. Ne? Seinen Job richtig gemacht. Jetzt kommt direkt von hinten der Robin Hasse. Macht auch richtig Druck. Und da ist es auch für den Wickler sehr wichtig, den hinter sich zu halten. Weil wir reden ja auch eben von der Teammeisterschaft. Aber kommt direkt der Angriff. Der Robin ist besser rausgekommen. Wird sich jetzt daneben bremsen und ist sauber vorbei. Tolles Manöver. So, Rambo wird hier... wir sind ja... Interessanterweise ist es so, dass links in der Anzeige stimmt alles. Aber so, jetzt sind wir... Jetzt kommt auch unser Timing hier in die Gänge. So, und da haben wir hier den Führenden, nämlich Christian Rückert. Und ja, das ist nochmal... Ja, 1,8 Sekunden Vorsprung vorm Alex, also wir haben mal einen richtig spannenden Lauf im ersten Rennen. Ja, das zumindest was den ersten Platz betrifft. Genau. Ja, ein bisschen zurückgefahren ist der René Herzig, der war ja mal irgendwie auf 3, jetzt ist zurückgefahren auf 6, der Sandro Petrocello. Oh, wer fährt da denn? War das Fred Dunkel? Fred Dunkel ist, glaube ich, auch schon überrundet, der lässt, glaube ich, einfach alle vorbei. Naja, genau. Der Sandro, habe ich vorhin mal gesagt, der schleicht sich immer so nach vorne und fährt eine gute Platzierung nach der anderen ein und ist schon wieder Fünfter. Ja. Ja, und die sind hier auch richtig eng beieinander, alle Mann. Also da ist richtig Action angesagt. Guckt euch das an hier. Das sieht eher aus wie eine Formation Lab, aber nicht wie ein Rennen. Rückert fährt die schnellste Rennrunde und Rambo kontert sofort mit 201.617. Ja, aber das war nur ein Zehntel Unterschied. Also. Ja. Ja, der Micha Betz, den wir gerade eben noch durchs Bild fahren haben sehen, der sagte dann im Chat: Ich hasse die Strecke. Ich sage, ich auch, aber ich muss sie nicht fahren. Ja, schön. Ja. Oh, da dreht sich jemand weg. Das war der Robin Hasse. Ja, richtig. Der wird jetzt hier gerade durchgereicht. Das ist natürlich der Worst Case in so einem Feld. Ja, der ist schon Zehnter. Wenn du da wieder auf die Strecke zurückfahren kannst, bist du ja mindestens Zehnter. Ja. Da ist er auch. Und jetzt versuchen wir mal hier ein Replay zu kriegen, um zu sehen, was da passiert ist. Gar nichts. Das war diese... Ah. Ja, wir kriegen kein Replay. Schade. Das war dieser Linksknick. Und wenn du da nur ein bisschen zu viel den Körb erwischt, dann geht's einfach rum. Und dann kriegst du das Auto nicht mehr eingefangen. Dann kannst du nur hoffen, dass du nicht auf der Strecke stehen bleibst. So. Aber unser Führender der Gentleman's Werbung, kriegt hier gerade eine mit, ist nämlich schon wieder auf der 27. Der war ja schon mal ein Stück weiter hinten und Dennis Erner ist soweit zurückgefallen. Genau. Und dahinter fährt Enrico Herzig. Auch der hat massiv Plätze verloren, weil der war irgendwo auf... Oh, was macht ihr denn hier, Jungs? Ja, guck dir das an, wer schießt denn da so quer da durch? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es der Kurt ist. Nee, Streblo. Ja.
Daniel Streblo. Genau. Boah, die machen hier ja richtig. Und jetzt verliert Wenzel das Auto. Eieiei. Ich vermisse Phil Ostaszewski. Ich wollte es gerade sagen, ich suche die ganze Zeit unten so im Bereich um den Wenzel. Nein, Phil Ostaszewski, der aktuell Zweitplatzierte in der Gentleman's Cup-Wertung, fährt auf Platz 15. Ja. Also gefolgt von Sascha Landgraf, dem Zweitplatzierten der Meisterschaft. Also ja. Da gehen wir da mal hin. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt hier im ersten Lauf tatsächlich uns ein bisschen mehr nach hinten konzentrieren. Natürlich dann auch wieder nach vorne gehen irgendwann, aber den zweiten Lauf dann schon den Leuten, die da, weil da ist natürlich, wenn dann die Startaufstellung gedreht ist, da ist natürlich dann richtig Action. Weil hier hinten ist genauso viel Action und hier sehen wir noch ein paar, ja, Dinge mehr, die dann vielleicht auch dazu führen, dass dann der eine oder andere sagt, ach, zeig das mal nicht so oft. Ja. Nein, da vorne, gehen wir in einen nach vorne Switch, die fahren irgendwie auch wieder gerade nebeneinander. Da kommt gerade der Angriff. Das fahren wir jetzt ein paar mehr nach vorne. Aber auch da ist es super, super eng. Eine halbe Sekunde, ja. Also da ist noch ein bisschen Luft. Oh, der Alex kämpft. Das zeigt einfach, dass der Christian mal einen richtig guten Speed hier an den Tag legt. Ja. War das ein gewollter Drift? Halleluja. Boah, ich hoffe mal nicht. Meine Fresse. Ja, er hat in der letzten Runde 4/10 auf den Christian gut gemacht. So, wenn ich das richtig sehe, Engelhardt kommt jetzt hier gerade aus der Box. Fred Dohnke ist DNF. Fred Dohnke fährt noch. Mann. So, schau mal bitte 14, ja, auf die 14, Maxi Wolter. Ah, da geht es nämlich auch da das richtig. Das hat gerade gewechselt. Also. Und Sascha Landgraf, der gurkt immer noch da hinten rum. Ja, vor allem ist er jetzt sogar nur 16. Also Ostaszewski ist vorbei an ihm. Ich glaube, für ihn wird das gleiche wie für den Michael Beetz. Die Strecke ist ja seins, ja. Ja. Ja, wird immer weiter durchgereicht. So richtig schneller ist er nicht. Also. Achim Krause noch auf der 7. Ja, Julian Ziedenbiedel auf der 10. Also Hasse jetzt 9, aber hier steppt natürlich auch der Bär. Ja, und Hasse nach seinem Fehler war ja zurück bis auf die 10. Er ist einen Platz wieder nach vorne gefahren. Hat jetzt den Marco Meyer vor sich und den Julian hinter sich. Also keine langsamen. Nee, und auch keine Langeweile. Definitiv nicht. So, dann guck mal, Achim Krause, der kann momentan etwas ruhiger fahren. Hat zwar noch die Autos in Sichtweite, aber zumindest keinen direkten Zweikampf. Maiko Loscher auf der 6, ganz ordentlich. René Herzig ist auf 5, also hat insgesamt nur einen Platz verloren. Der war ja auch schon mal ein Stück weiter hinten, also ich glaube 6. war er. Ja, und der Sandro ist mittlerweile 4. Ja, der Thomas hält das Ganze da so ein bisschen auf. Nicht abwertend, weil die beiden Jungs da vorne, der Alex und der Christian, die geben richtig Gas. Aber der Abstand hat sich gerade wieder ein bisschen vergrößert. Also der Alex ist wieder auf eine Sekunde zurück. Ja. Der Christian kann richtig dagegen halten. Das freut mich ungemein. Ja. Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen im hinteren Feld. Der Michael Wenzel fährt auf der 31, ist direkt hinterm Kurt. Komm, den Kurt zeigen wir so selten auf der 30. Ja. Da. Da vorne haben wir Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Gummi, ohne Kurt. Oder, nee, wie war das? Ich weiß nicht. Yep. Ja, auf jeden Fall wird sich in der Gentleman's Cup Wertung eine Menge bewegen nach dem zweiten Rennen. Klar, nach einem Rennen ist eben noch gar nichts gefestigt, aber ist doch klasse. Ja. Da hat er dann einen kleinen Fehler gemacht. Mal gucken, ob der hinter ihm fährt. Das ist der Ole Schulz. Ja, Ole Schulz ist Dritter in der Gentleman's Cup Wertung. Also die beiden fahren fast hier direkt um gegeneinander. Ne? Also sind auch nur ein paar Punkte auseinander. Das ist das,
weshalb dieser Gentleman's Cup einfach genial ist. Weißt du, die Jungs fahren jetzt gerade irgendwie so um den Platz 30, fahren aber auch direkt gegeneinander um eine Meisterschaft. Also ja, ist das richtig. Finde ich klasse. Ja. Ja, wollen wir mal schauen, ob ihm hier was gelingt. Dann lass uns doch nochmal auf die 22 switchen. Das scheint auch so eine richtig große Gruppe zu sein. Hier passiert jetzt scheinbar nichts, genau. Dann gehen wir da mal hin. Dirk Sassmannshausen. Boah. Ja, und der Felix halt. Der Felix, der ja Teampunkte fahren muss für Alex. Also ist er im Team mit Alex. Allerdings aber ist der Robin auch noch damit vorne drin und nur zwei Autos fahren für die Teamwertung. Von daher ist er jetzt gerade mal aus der Pflicht. Ah, ich muss mal hier neu connecten. Weil ich glaube nicht, dass der Alex 33 Sekunden Rückstand auf den Christian hat. Nee, 0,1. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da ist nämlich jetzt richtig Alarm hier mit den beiden. Ja. Nein, der Christian macht sich breit, geht hier auf die Kampflinie und verbremst sich. Jo. Besser konnte man es nicht machen. Ja. Also das ist so wie, ach komm, fahr vorbei. Lutz, ist dir mal was aufgefallen? Nee. Wir sind mal nicht irgendwo weggegangen und es ist was passiert. Wir ja, richtig, richtig. Und es ist was passiert. Klasse. Ja, fein. Und ich gehe mal davon aus, dass es so schnell da keinen Konter geben wird. Weil er macht jetzt hier gleich mal richtig Boden gut. Das ist das Problem mit der Kampflinie, weil du bist so ein bisschen weg von deiner gewohnten Linie und da verpasst man auch schon mal ganz schnell ein bisschen den Bremspunkt, weil du musst nun mal auch so 5, 6, 8 Meter früher bremsen, weil du ein bisschen spitzer in die Kurve rein musst. Ja, willst aber trotzdem genauso schnell sein. Und, natürlich. Ja. Natürlich. Und das ist natürlich die Situation, die kennt der Alex. Er ist ja wirklich ein ausgefuchster Hund, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Der wartet, der lauert nur auf solche kleinen Fehler, weil er bremst ganz sauber an, um die Kurve perfekt fahren zu können und sticht sofort in den kleinsten Fehler rein. Also sauber gemacht. Die Geduld gehabt und auf die Fehler gewartet und gewonnen. Ja. Ja, dann können wir uns ja freuen auf den 10. Startplatz im zweiten Rennen für ihn. Gut, tschüss Alex. So, gehen wir mal wieder zum Wesentlichen. Genau, gehen wir mal wieder zur 22, weil hier brennt es echt. Momentan René Herzig dort, Dirk Sassmannshausen jetzt zurück auf die 23. Dahinter Daniel Streblow und davor fährt Felix Appelt. So, und jetzt gibt es hier den Angriff von Rückert. Herzig. Von Herzig, ja. Ich dachte, der Rückert hat auch einen Bruder. Ja, egal. Alles Inzucht. So. Vielleicht denkst du ja automatisch an Rückert, wenn du Jägermeister siehst. Ja, ja, genau. Das ist seit diesem Hotelaufenthalt, ja. Ja, gut. Nee, das ist schon nicht schlecht. Genau. Auf die 15 bitte einmal, zum Phil Ostaschewski. Warte mal, ganz kleinen Augenblick. Meinst du, da kommt noch was? Ja, hier ist gerade richtig Alarm. Streblow macht hier richtig Druck, hat aber auch noch Druck. Und wir wissen ja eigentlich, wo Streblow normalerweise hingehört. Mhm. Also mit Sicherheit hat er keine 2 in der Platzierung vorne stehen. Also wenn, dann nur eine 2, aber nicht zweistellig. So, und jetzt kommt hier ein Angriff. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Klassiker. Weil hier, wir haben es vorhin gesagt, geht's auch außen. Und jetzt gucken wir mal, die lassen sich auch Luft. Und die nächste ist nämlich links und dann sollte es passen für ihn. Ja, perfekt gemacht. Genau also so ganz wollte er kommt auch ein Konter. Das gibt eine Berührung. Aber alles gut gegangen. So, und jetzt, wie Jens vorhin schon sagte, hier ist es dann spätestens geklärt. Genau. Ja, das kommt direkt der Angriff hinten auf den. Gehen wir einen zurück. Ah, da war nämlich gerade noch daneben, aber da hat der Felix sich dann schön durchgesetzt. Ja. Coole Action hier hinten. Ja. Haben wir ja nicht anders erwartet. So, wunderbar. Und jetzt sagt mir ja nicht. Wir hätten das nicht gemacht. So, da haben wir den Philipp. Aber der ist noch ein bisschen alleine hier. Jetzt gehen wir mal ganz nach hinten. So, da ist nämlich ausgeschieden. Und da ist nochmal ausgeschieden. Und nochmal ausgeschieden. Und nochmal ausgeschieden. Und dann fährt Fred Donke hier leider mit ganz stumpfen Waffen ganz, ganz weit hinten durch die Gegend. Und ja, nicht nur stumpf, sondern auch blind. Oder halbblind jedenfalls. Ja. So, dann haben wir den Michael Wenzel. Der ist jetzt auf dem vorletzten Platz. Also. Ja, das tut weh.
Ja. Lars Parkowski auf der 31, auf der 30 haben wir Ole Schulz, auf der, ja, Kai Matt hier schon wieder im Fight mit Yves Nekus. Dann Micha Betz, dann auf der 26 den Daniel Borowski. Dennis Erner, 25. Jo. Dirk Sassmannshausen. Und dann sind wir wieder bei unserer Kampfgruppe hier. Vorne ist alles im grünen Bereich. Überall eine gute halbe Stunde dazwischen. Der Sandro hängt an Thomas Wickler und der René Herzig hängt an Sandro. Aber 13, Maxi Wolter. Wollte ich gerade sagen, auf die 13 schauen, da kriegt wahrscheinlich der Maxi gerade wieder eine Lehrstunde, wie es heißt, hinter The Wall herzufahren. Ja, und der ist immerhin 12. Also nach dem bescheidenen Quali. Ja. Nun weiß allerdings auch mittlerweile jeder Fahrer, wenn er den Stratner vor sich hat, dass der auch Rennkommission ist. Das heißt, man versucht dann schon auch, ja, keine allzu wilden Manöver. Aber wie wir gesehen haben, kann der Robert sich auch ganz gut selbst bestrafen. Das wäre da so eine leichte Ader. Mhm. Hey, dein Fiepen ist jetzt auch weg. Bist du jetzt ganz weg oder ist alles wieder gut? Ich hoffe nicht. Oh, schön. Gut. Nö. Das war jetzt ein bisschen leiser, aber es fiebt nicht mehr. Gut, auch ich kein neues Headset bestellen, reicht ja nicht, dass ich das Kreppband weiterverwende. Ja, vielleicht nochmal etwas fester fixieren dann. Ja, ist schon bestellt. Ja. Jetzt können die Jungs ja behaupten, wenn ich ein Briefing mache, haben wir gar nicht gehört. Ja, ne? So, und jetzt, aber gut, hier geht's nun mal einfach gar nicht. Hier kann man nur ganz dicht ranfahren, das macht er auch, aber... Ja, und dann gibt es eigentlich jetzt hier in den Ss auch nicht allzu viele Möglichkeiten, nee, vorbeizufahren. Nur die Wiese dranbleiben und mit ganz, ganz viel Schwung auf die Gerade. Ja. Ah, fährt auch schön ein bisschen engere Linie als der Robert. So, und jetzt aufs Gas. Ja. Jetzt kriegt er nämlich jetzt gleich den Windschatten und dann werden wir sicherlich hinten den Angriff sehen. Oh. So richtig... Da fährt der Robert weniger Flügel. Ja, würde ich es auch vermuten. Ja, aber sauber. Es ist genauso, wie wir es kennen. Ne? Robert fährt vorne, ich bin breit und keiner kommt vorbei. Ja. So, jetzt gehen wir aber nochmal vor auf die 4, weil da ist nämlich der Sandro Petrocello vorbei an René Herzig. Und das findet Herzig ziemlich blöd. Ich glaube, die fahren schon länger so. Du hast vorhin schon mal gesagt. Also eben war es noch, war der Santo, glaube ich, noch auf der 4. Gut, kann sein. Nee, kannst recht haben. Ja, ich glaube, ja. Nee, stimmt. Das ist vollkommen. Aber da fehlt der Dritte. Irgendjemand fehlt da, ja. Wickler fehlt, genau, der ist 9. Mhm. Ja. Der ist da weg. Ja, aber auch hier richtig. Oh! Ja. Das nützt dir nichts, ne? Weil der kann dann ein bisschen Schwung nehmen und Richtung alte Startziel. Genau. Ja, Problem ist ja, dass Kolosche, Krause, Meier, die sind ja alle noch sehr, sehr dicht dahinter. Also sind ja gerade mal Sekundenabstände. Also hier ein Wackler über den Körper oder irgend sowas und das kostet hier sofort eine Position. Komm, switchen wir noch bitte auf die 27. Bist aber heute so weit von sozial. Ja. Ach, das ist noch ein bisschen enger, weil Michael Betz und Dennis Erner, die sich ja mittlerweile auch beide aus meiner Liga kennen. Ja. Aber das ist, war gerade noch enger. Schade. Aber das haben sie zumindest auch mal gesagt. Das wird jetzt gleich nochmal enger, weil der Herr Erner da irgendwie eigene Linien fährt. Der fährt die Linie passend zu seinem Fahrzeugskin, ne? Er fährt durchs Grüne. Ja, na und auch der Promillegehalt dürfte in etwa der gleiche sein. Ja, ich denke aber gerade vorne beim René und Sandro ist es dann doch spannender, weil da ist der Abstand, glaube ich, ein Zehntel oder so. Und da geht es ja schließlich noch ums Podium. Richtig. 5 Runden haben wir noch. Boah, guck dir das an, wie er da richtig im Heck drin hängt, recht unterhalb des Flügels.
Ja, und Robin Hasse von der 10 wieder mittlerweile vorgefahren bis auf die 5, kommt auch immer näher. Also ich denke, wenn der René jetzt nicht gleich mal irgendwie Nägel mit Köpfen macht und vorbeigeht, ja, hier ganz schnell einen schönen Dreierpack zum Finale, ja, des ersten Rennens. Richtig. Wollen wir eigentlich haben, oder? Jo, ich habe nichts dagegen. Du, schalt mal bitte eben kurz nach vorne. Und meine Zeiten spinnen hier gerade so ein bisschen. Es sah so aus, als wäre der Christian ganz, ganz knapp dran, aber... Nee, 3 Sekunden sind das. Okay, dann hat mein Timing hier gesponnen. Schade, hatte mich kurz gefreut, dass es mal... Ja. Robin, hast du 4? Sandro ist zurückgefallen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Das war wieder genau das. Einmal geschaltet. Ja. Und er ist richtig zurückgefallen. Da hinten einmal, ist... einmal auf Jens hören, du hast keine Freunde mehr. Ja. Ich kann jetzt hier nicht muten, so ein Mist. So, aber hier ist natürlich jetzt nach wie vor Alarm, weil Kolosche kriegt jetzt natürlich auch Stress mit Achim Krause. Ich denke mal, Krause wird für den ersten Lauf gar nicht so unzufrieden sein mit seinem 7. Platz hier. Und der ist irgendwie überall gut durchgekommen und relativ problemloses Rennen gefahren und ich denke mal, der wird jetzt hier auf die letzten 5 Runden auch nicht mehr den Wilden machen. Scheinbar doch. Ach, wollte ich gerade sagen, so wie das qualmt, gibt der noch alles hier. Aber würde Achim mich auch enttäuschen, wenn er jetzt nicht hier angreifen würde, wenn er schon so knapp dran ist. Ja, du weißt immer nicht, was er so mit seinen Reifen macht. Achim wiegt ja auch ein bisschen was. Also... Ja. So, jetzt versucht es aber doch und das wäre ziemlich unklug. So, und das war dann vielleicht jetzt eine Linie, die war nicht wahnsinnig effektiv, aber gut, hat jetzt aber auch nichts gekostet. René und Robin, die fahren gerade irgendwie nebeneinander, haben gerade mal kurz die Plätze getauscht. Na, René ist nach vorne. Aber hast du recht, das ist hier nochmal ein anderes Kaliber. Oh, wo bremst der sich denn hin? Wahnsinn! Ja, du kannst die Kurve auch mit 2 Linien fahren. Die haben uns gerade beide gezeigt. Einmal von außen, einmal von innen. Ja, ja, aber diese 2 Linien sind eigentlich dafür gedacht, dass man da alleine die oder die andere fährt, aber nicht mit 2 Autos gleichzeitig. Die kreuzen sich irgendwann, ja. Ja. Ja, der Robin will es wissen. Ne? Ist ja auch nicht ganz unwichtig für die Teammeisterschaft. Und der will natürlich aufs Podium. 4 Runden noch, also da ist noch alles drin. Er kann eine schöne, enge Linie fahren. Also das Auto liegt extrem ruhig. Er profitiert wahrscheinlich so ein bisschen von den Setups vom Alex. Ich bin gar nicht... Meinst du, macht der Alex selber? Ich glaube schon. Ja. Jetzt kommt hier an der Angriff außen rum, aber der René hält natürlich sofort dagegen. Ja, aber jetzt hat er die Linie außen. Oh, aber jetzt werden wir sehen. Also das ist jetzt 50-50, ne? Also nee, ist vorbei. René wird fluchen. René wird fluchen, da bin ich mir sicher. Also über sich selbst natürlich. Ja, aber keine Chance. Also hätte er mehr gegengehalten, hätte es einen Unfall gegeben. Ja. Das war schon echt sauber gemacht. Da hat er irgendwie beides in beide Hände genommen. Also wirklich, wir jetzt da mal von der Startkollision jetzt mal abgesehen, aber so wirklich so haarig gesehen haben wir eigentlich überhaupt noch nicht gesehen heute. Nee, Gott sei Dank. Also. Ja. Naja, es gab ja jetzt klare Ansage von Stuart, also vom Robert. Und dass man in solchen Situationen sich relativ schnell einig werden soll, ob man dagegen hält oder zurücksteckt und im Zweifelsfall einfach zurücksteckt. Jetzt weiß ich nicht, ob die das... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das von einem Rennen aufs andere so verinnerlicht, dass man das dann auch sofort so umsetzt. Aber scheinbar wirkt's. Also großartig. Ja, aber klasse. Das war jetzt wirklich ein deutliches Manöver vom Robin. Er ist ja schon beherzt reingezogen, aber er war in der Position und der René hat dann eben clever reagiert. Ne? Er hat gesagt, hält er dagegen, stehen beide im Dreck. Was ist mit dem Sandro passiert? Der ist jetzt von Kolosche und von Krause überholt worden. Und Robert Stratner ist rausgeschieden. Oh, ach hey, Emine. Was da denn wieder passiert?
Da war er. Versuchen wir mal hier noch was zu. Nee, das ist Dennis Erner. 28 ist er aktuell. Ja, 29, aber. Das bringt nichts hier mit den vielen Autos auf dieser Strecke hier mit Replay irgendwas zu versuchen. Ja, sehr schade. Ja, Sandro Petroschöller war vorhin Dritter und jetzt ist er Siebter. Konsequent irgendwie nach hinten durchgereicht und ich nicht ganz freiwillig. Ja, aber offensichtlich definitiv mit einem Fehler oder mit einem Unfall, weil fahrerisch ist das keinesfalls so passiert, dass gleich mal zwei an ihm vorbeigehen. Ja. Auf der 13 haben wir den Phil Ostaszewski, der sicherlich jetzt mit diesem Ergebnis die Führung in der Gentleman's Cup-Wertung übernehmen wird. Ja, und der macht ja auch in der Hauptwertung richtig Punkte jetzt. Eben. Ode Schulz und Michael Wenzel auf 28 und 30, das sind so die aktuell ersten drei. Ich sag mal, der G-Cup, wie wir ja sagen, der wird sicherlich spannend, so wenn wir drei Rennen gefahren sind, wo dann auch wirklich sich so ein bisschen abzeichnet, dass da hinten deutlich mehr Bewegung ist und dass das spannender wird als die eigentliche Hauptwertung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil einfach die Fahrer fast alle auf einem Niveau sind dort. Also da sind nicht solche Cracks wie der Alex in der Hauptwertung dabei. Und das wird sicherlich noch eine richtig, richtig spannende Geschichte zur Saisonmitte, beziehungsweise ja, sind wir ja fast. Wir haben beim nächsten Mal die Mitte überschritten. Und so ab dem nächsten Rennen, mit der Wertung des nächsten Rennens, da wird es dann spannend. Ja, aber ich finde das schon absolut interessant, auch jetzt das schon im Auge zu behalten. Weil die Entwicklung ist einfach da und wir haben die Jungs hinten einfach aufgrund dessen auch ein bisschen mehr im Blick. Ich finde das echt klasse. Ja. So, Achim Krause hängt immer noch auf der 6 hinter Maiko Losche fest. Und der René, ja, hält den Abstand. Also ist so knapp eine Sekunde hinter dem Robin Hasse. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da nochmal ein Angriff kommen kann. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. So, und hier hinten haben wir nochmal den Yves Mlekos. Der hier ganz verzweifelt mit Felix Appelt kämpft. Und dann werden wir uns dann irgendwann dem führenden Christian Rücker zuwenden. Oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Naja, der noch vor ihm fährt, der vor dem führenden fährt, der hat ja dann noch, der kommt ja noch ein bisschen eher übers Ziel. Geh mal bitte auf Platz 10. So, wir sind in der letzten Runde. Ach, Herr Emini, was ist denn hier los? Wollte ich gerade sagen. Da geht es ja auch noch um die Pole Position für den zweiten Rennen. Da ist der Martin Meyer, Thomas Wigter, Julian Siegelbiedel und auch der Mario Schiele. Die sind alle super, super eng beisammen. Ja. Und für den Schiele ist es ja richtig dramatisch. Ich meine, ob jetzt Siegelbiedel in der ersten Startreihe auf Platz 1 oder 2 steht, das wird den nicht so wahnsinnig interessieren, weil er sowieso zurückfällt. Aber für Schiele, ob 1 oder 11, das ist schon... Klar. Ne? Aber der hat ein bisschen arg viel Luft und wir sind in der letzten Runde. Also ich behaupte mal, das wird nichts mehr. Deswegen gehen wir jetzt mal vor zum ersten, zum wieder mal führenden, nämlich Alex Rambo. Genau, der hier in dem Moment fährt er über Startziel. Nein, das fährt er nicht. nein, verarsch mich nicht hier. So. Also er fährt seinem 10. Saisonsieg entgegen. Also bisher 13, also heute gibt es dann noch den 14. Das ist schon mal echt eine Ansage. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, der Christian Rückert hat wunderbar dagegen gehalten. Er ist auch nicht so riesig weit zurückgefallen. Er hat den Start gewonnen. Der Alex scheint irgendwie so zwei, drei kleine Probleme gehabt zu haben am Anfang und das hat der Christian ausgenutzt, aber ein kleiner Fehler und Alex ist vorbei. Ne? Also, ja. Fährt dann so ein Rennen auch nach Hause. Also wenn das Timing hier eben stimmt, was mir da angezeigt wurde, dann hat Christian jetzt hier einen Fehler gemacht nochmal. Das hat ihn irgendwie 2 Sekunden gekostet. Ja, der wird, das ist, ja. Oh, hast du gesehen? Der Alex, dem fehlt ein Auge vor. Nee, das war nicht der Alex. Das ist da ist noch der Felix Appelt dazwischen, glaube ich. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Ja, wunderbar. Platz 1 für Alex Rambo. Platz 2 kommt hier übers Ziel Christian Rückert und auf der 3 Robin Hasse hat es dann doch noch geschafft, obwohl er bis auf 10 zurückgefallen war. Er ist ein starkes Rennen gefahren, ohne Frage. Ja.
René Herzig auf der 4. Auf der 5 haben wir den Mike Kolosche, Achim Krause auf der 6. Sandro Petrocello, der wird ziemlich enttäuscht sein, denke ich mal, auf der 7. Marco Meyer auf der 8, Thomas Wickler 9, Julian Siebelbiedel auf der Pole für den 2., nämlich den 10. Platz im ersten Lauf. Mario Schilli auf der 11. Auf der 12 folgt dann Michael Wirz. Bist du schon im Ziel? Ich weiß nicht, sind die hier schon durch? Jetzt gerade. 13 Phil Ostaschewski, André Burger auf der 14, Sascha Landgraf nur auf der 15. Das ist natürlich echt bitter. Maxi Wolter auf der 16, Andreas Borde auf der 17, Enrico Herzig auf der 18, Tom Krüger 19, Dirk Sassmannshausen auf der 20, 21 Alex Schweiger, 22 Daniel Streplow, 23 Daniel Borowski, auf der 24, noch er wird enttäuscht sein, Dennis Erner, 25 Felix Appelt, 26 Michael Beetz, auf der 27 Yves Mlekus, 28 Ole Schulz. Es ist hier gerade was gesprungen. Dahinter haben wir auf jeden Fall den Michael Wenzel, Lars Borowski und Kurt Mildenberger. Fred Dohnke mit 2 Runden Rückstand noch gewertet und dann Robert Stratner, Kai Matt, Andreas Oerlich, Frank Flipsen, Andreas Braun und ausgeschieden und Jürgen Engelhardt disqualifiziert. Also ich muss gestehen, es ist schwierig, den Gentleman Cup Driver hier im Feld so richtig nachzuverfolgen und da schon so zu sagen, das ist jetzt einer, das ist keiner. Die Namen müssen noch ein bisschen mehr kommen im Laufe der nächsten Rennen. Also ich gehe immer noch anhand meiner Liste vor, um zu sehen, welche Fahrer sich darin befinden. Ja, das wird aber, da bin ich ganz sicher. Also das ist für uns ist das ganz besonders schwierig. Ich meine, wir kennen ja zumindest, wenn wir die abgekürzten Namen hier sehen, dann wissen wir zumindest erstmal schon mal den kompletten Namen. Das ist schon mal unglaublich viel wert, weil das ist eigentlich mehr als in 80% aller Streams auf Simrace TV vorgelesen wird. Ne? Also da, ja, das ist tatsächlich okay. So. Das ist teilweise ganz bitter. Und dass wir hier jetzt da noch ein bisschen lernen müssen, das ist ganz klar. Ich bin mir aber überzeugt, dass spätestens zum übernächsten Rennen wird es da überhaupt, ist das so, als wäre das schon immer so gewesen. Gut. Du bastelst an der Startaufstellung. Jetzt lassen wir die erstmal alle in Ruhe ins Ziel fahren hier. Freuen uns des Lebens. Und was? Autsch. Ich nutze wie gewohnt den Rennwechsel zu einer kurzen Pause und bin sofort wieder da. Ja, das ist fein. So, wir gehen mal hier in unser ich sehe gerade, der Kurt hat hier auch ziemlich massive Beschädigungen am Fahrzeug. Okay, fürs zweite Rennen kriegt er ein neues. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier jetzt ein komplettes Ergebnis haben. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich denke mal, das war ein wirklich spannender erster Lauf, den wir hier gesehen haben. Und ich bin einigermaßen begeistert, dass es natürlich hat es Unfälle gegeben am Anfang. Und das bleibt wahrscheinlich bei diesem Fahrerfeld, bei diesem riesengroßen Fahrerfeld nicht aus, dass es da Karambolagen gibt und dass da immer mal einer der Leidtragende ist. Und meistens passiert es ja im mittleren, hinteren Feld irgendwie. Irgendeiner pennt beim Start oder kommt nicht los aus irgendwelchen technischen Gründen und schon rauscht der andere ihm ins Heck und dreht sich und der nächste, hier schreibt der Tom Krüger, schreibt gerade, danke, dass ihr mich verschont habt, weil sonst hat's den da hinten wahrscheinlich das öfter mal erwischt. Genau, und wir machen jetzt hier das Ganze einmal neu. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Das sollt ihr auch gar nicht sehen. Das ist streng geheim, wie wir das hier alles einstellen. Und ja, und wir haben eine neue Startaufstellung dann. Und da sind wir mal echt gespannt. Nämlich der Julian Siebenbiedel steht mal wieder auf Pol. Das wird sicher lustig. Und wir werden dann sicherlich auch
Wetten abschließen. Bis wie weit er zurückfällt. Ich denke mal, der Julia wird uns das verzeihen. Solche Anzüglichkeiten. So, die Startaufstellung steht und ich sage das schon mal so vorab. Julian Siegenbiedel wird von der Pole starten, neben ihm Thomas Wickler. In der zweiten Startreihe Marco Meyer und Sandro Pietrocello. In der dritten Startreihe dann Achim Krause und Mike Kolosche. René Herzig und Robin Haase, vierte Startreihe und fünfte Startreihe dann für Christian Rückert und Alex Rambo. Das wird sehr, sehr interessant. Ja, ich bin auch wieder da. Das hat man gehört. Deshalb würde ich vorschlagen, ich jetzt nicht einfach mal ins Teamspeak wechseln, da sind zumindest meine Störgeräusche nur dann da, wenn ich spreche. Na super. Ja, ansonsten hörst du die auch ständig, wenn ich zwischendurch bewege. Ja, du sitzt einfach mal still. Ich meine, ne? Ich habe zwei Monitore, ich kann mich nur aus den Augen bewegen, das geht. Ja, du willst ein Kind erziehen und jetzt in Kürze sogar noch mehrere. Also bitteschön. Sei Vorbild. So. Ja, machen wir. Machen wir gerne. Wir versuchen das mal. Und ja, wir sind hoffentlich gleich wieder zu hören und dann haben wir auch mal den Unterschied, ob es denn in Skype besser klingt oder im Teamspeak. Ich bin mir sehr sicher, dass es in Skype besser ist, aber wir werden sehen. So, der Andreas Braun schreibt mir noch, das sage ich nochmal schnell durch, dass er nicht nochmal antreten wird zum zweiten Lauf, weil er ist in der Einführungs- oder in der ersten Runde ist er mit einem Crash vom Server geflogen und sagt, das will er jetzt nicht nochmal riskieren, bevor da wieder irgendwas passiert. Prost. Ich dachte, der Typ ist durch und durch verdorben. No, das hört man nur sonst nie. Wir bleiben hier. Super. Ja. So, okay. Also, wir gehen jetzt erstmal wieder auf die Strecke. Wir befinden uns jetzt im Warm-up zum zweiten Lauf. Und ja, und jetzt hoffen wir mal, dass das alles schön wird. Wir machen hier klitzekleine Pause. Ich muss ja noch durchschalten, sehe ich gerade. Wir sind nämlich noch gar nicht im Warm-up. Und ja, dann machen wir ein bisschen Startaufstellung. Das ist jetzt alles eigentlich schon erledigt. Und dann geht es in den zweiten Lauf und Alex Rambo mal wieder auf Platz 10. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, hier hat das nicht so schwer wie Monaco oder Brands Hatch. Also die Kurven sind hier einfach nicht so dramatisch. Manchmal gibt es sogar zwei Linien, die man fahren kann. Und wir haben es ja gesehen, kleiner Fehler vom Vordermann, zack, bist du durch. Und ach ja, wir werden sehen. So, alles klar. Wir wechseln, Jens? Ja. Gott. So, meine Damen und Herren, hier sind wir. Jens muss noch den richtigen Button finden. Er hat nämlich jetzt seine Lautsprecher gemutet. Und wir machen dann, ich glaube, sonst hört man uns hier doppelt, machen wir mal am Server dann auch das Skype aus. So, da bin ich wieder. Ja, ja, genau. Hast du jetzt deine Frau gefragt, welches der richtige Button ist, oder? Ha, ha, ha! Das macht immer so einen Spaß, wenn ich auch mal was habe, wo ich mal rauf muss, sonst ärgert er mich ja immer nur. Ja. Also bitte, als würde ich dich ärgern. Nein, machst du nie. ja. Ich glaube, wir müssen betonen, dass das Spaß ist, oder? Weil sonst glaubt das noch jemand. Also, wenn das kein Spaß wäre, würden wir nicht so viele Rennen miteinander moderieren, oder? Ja, naja, gut. Vielleicht denkt ja einer, es hat ja neulich auch irgendjemand von Race Department gedacht, ich mache hier die Mörderkohle mit dem Race TV. So, man hätte ja sein können, dass dann auch jemand denkt, ich bezahle dich und du machst das nur wegen der Kohle. Ich meine, ist ja auch so, aber. Ne? Ja. Okay. Ich kann dich natürlich erst dann bezahlen, wenn ich weiß, wie viele Leute ihre 50 Euro spenden. Ja. Alles Blödsinn. Ja, irgendwann wird der Abend kommen, wo wir mal nebeneinander sitzen werden und so ein Rennen moderieren. Ja, dann können wir es dann auch noch hauen. Ja, angedroht hast du es ja schon oft genug. Ja, wird kommen. Ja, ja. Einmal hast du es ja auch schon vorgehabt. Ja, eigentlich dieses...
Gab aber interne Gründe. Feuer oder was? Das ist der zweite. Nein, da war's nicht. Es gab unverschiebbare Termine. Also, bist du schon Papa? Nein! Jetzt nein, nein! Mal, jetzt mach mal dein Ding da wieder fest. Ich bewege mich gerade gar nicht. Mhm. So. Knistert wieder. Ja, aber hier klingt es angenehmer. Hier ist es nicht so scharf, weißt du? Es ist nicht klar, wie es ist. Geil. So, mal hoffen, dass das stimmt. Ja, das sieht alles gut aus. Oh, da fehlt 33, 34, die 34 und die 35 fehlt und die 37. Also da fehlen noch ein paar Fahrer. Gut, die 37, der kommt nicht wieder. Wie, das bin ich. Ja. Heimat und Andreas Oehrlich. Mit den Herrschaften. Was weiß ich von uns auch nicht? Doch. Also ich kann ihn hier zumindest sehen. Doch, der Stream ist an. Also aber sind wir auch zu hören im Livestream? Ja, das kontrolliere ich jetzt gerade. Ja, wir sind wunderbar zu hören. Ja, wunderbar. So. Ja, der Andi schreibt es auch, ja. Wir haben leider Gottes das Phänomen, seitdem wir Twitch sind, wenn man den Livestream einschaltet, dauert es mal eine Minute oder sogar noch ein bisschen länger, bis man endlich ein flüssiges Bild hat. Also das war wirklich nicht an uns. Und ja. So. Ja. Vor allen Dingen kann ich jetzt endlich mal ein Stück Schokolade essen, ohne dass es irgendwie die ganze Menschheit hört. Ja. Man hört es beim Lachen. Das ist ein Zähne. Was wollte ich sagen? Julian. Julian Siedenbiegel steht auf Pol. Wo ist er nach dem Start? 5. Cool. Ja. Na gut, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also ich hätte jetzt so gesagt 3, 4. Na ja, gut. Ist ja gar nicht böse gemeint, aber ja. die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass 10 von 10 Starts er 9 nicht gewinnbringend umsetzt. Ja, oder? Richtig, ja. Das sagen wir mal bei 9 mehr als 3 Positionen. Also geht ja, also ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn er es schaffen würde, da vorne zu bleiben, weil der Julian ist auch schnell. Und wenn er dann einmal da ist, dann kann man das auch sicherlich erstmal lange halten. Wie lange werden wir dann sehen? Deshalb wäre das, wie ich finde, echt eine klasse Sache. Ich würde es ihm wünschen. Ja. Wo ist jetzt der Kaimat? Ah, der ist wieder da. Sehr schön. So, dann probieren wir das nochmal. Immer noch. Ach, der wird wieder nicht gestellt, der Kai. Ach, Himmel. Der muss vor der Robert Stratner. Ja. Gucken wir mal dem Thomas hier noch zu Ende die Runde und dann schalten wir in den zweiten Lauf, wo ich dann hoffe, dass das mal ein bisschen ja, dass es dann noch mal ein bisschen spannender wird. So, und der Thomas gewinnt dann jetzt auch dieses zweite Warm-up.
Wir müssen da unbedingt mal welche Smiley-Buttons oder so einführen, die man sich auf den Heckflügel kleben darf. Genau. Lutz bist jetzt leise und Jens laut. Aha. Ah, okay. Ja, ja, das ist durchaus denkbar, weil... nämlich vorhin das Mikrofon umgesteckt habe. So, jetzt rausche ich wahrscheinlich auch ein bisschen, aber dafür müsste ich jetzt lauter sein. Gut. So. Andi ist besser jetzt? Warte mal kurz. Wir gehen jetzt in die Crit Now. Wunderbar, vielen Dank. Ja, was macht Alex? Meine steht jetzt auf 10. Genau. So, da sehen wir es nochmal durchlaufen. Siebenbiedel, Wickler, Meier, Petrocello, Krause, Kolosche, Herzig, Hasse. Das waren die ersten 8. Und dann die beiden Sieger, oder ja, 9. Erster und 2. und 1. im ersten Lauf, Christian Rückert und Alex Rambo. Genau, und ansonsten ist es natürlich die unveränderte Zieleinfahrt des ersten Laufs, die jetzt hier über die Aufstellung entscheidet. Ja, zum G-Cup würde ich sagen, der Phil Ostaszewski hat den ersten Lauf gewonnen. Und ich glaube, Maxi Volta, wenn ich das so richtig überfliege, müsste Zweiter geworden sein. Genau. Gerade den Robert ein bisschen geärgert. Robert postet ja immer beim Umschalten in die Rennsession Chat und Escape-Verbot. Und dann schreibt er noch drunter, wer startet denn da schon jetzt? Dann habe ich drunter geschrieben, Chat und Escape-Verbot. Ist gemein, ich weiß. Ja, gibt's Strafpunkte, oder? Ja, genau. Ja. So, genau. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also, Julian hier auf der 1. Ich denke mal, dem geht schon wieder die Pumpe bis sonst wohin. Mit Sicherheit, ja. Ja, ja. Und, ja, Platz 2 dann Thomas Wickler. Auf der 3 Marco Meier. Und mit seinem Kumpel und Teamkollegen Sandro Petrocello in einer Stadtreihe, nämlich in der 2. Ja, Thomas Wickler auf 2 ist auch eine ganz heiße Nummer, weil er hat so viele gute Ergebnisse eingefahren im Laufe der Saison. Also, Ja, kannst du völlig recht haben. So, dann haben wir hier den Mike. Kolosche auf der 6. Nee, den haben wir auf der 5, den haben wir jetzt über Achim Krause, nämlich den haben wir nämlich jetzt hier nur gezeigt und nicht erwähnt. Also... Achim Krause, Michael Losche in der 3. Startreihe. Danny Herzig und Robin Hasse in der 4. Und Christian Rückert und Alex Rambo in der 5. Dann geht's weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mit Mario Schili auf der 11. Auf der 12 haben wir den Micha Würz. Dann zeigen wir jetzt das Kind einmal alle hier durch. Phil Ostaszewski auf der 13. Auf der 14 der André Burger. Auf der 15 Sascha Landgraf. Die Enttäuschung von Silverstone. Auf der 16 der Maxi Volta, auf der 17 Andreas Borde, auf der 18 Enrico Herzig, auf der 19 Tom Krüger, Platz 20 für Dirk Sassmannshausen, auf der 21 Axel Schweiger, Daniel Streblo auf der 22, auf der 23 Daniel Borowski, Dennis Erner auf der 24, auf der 25 Felix Appelt, 26 Micha Betz, auf der 27 Ole Schulz, 28 für Yves Mlekus, 29 Micha Wenzel, 30 Lars Borkowski, 31 Kurt Mildenberger, 32 Fred Donke, 33 Kai Matt, 34 Robert Stratner, 35 Frank Flipsen, 36 der parkende Jürgen Engelhardt. Warum parkt er da? Gucken wir gleich nochmal, ob der Sprit spart. Was? Das wäre nämlich, oder steht der schon in der Startaufstellung nach einer halben Runde? Na, gute Frage. Ja, tut er. Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, ich dachte, der steht doch noch irgendwo mitten auf der Strecke. Na klar, ist schon Spritsparen, dann wenn man so weiter. Ja, fast einen halben Kilometer weniger. Ja, ja, genau. Na ja, gut, den hat er dann halt bis zur Startlinie, aber gut, das ist ja dann schon Rennen, ne? Aber im der Formation Lab hat er gespart. Gleich zweimal, Rekonstanz und Formation Lab. Naja, von Startplatz bis Startplatz ist eine Runde, egal wo man steht. Nicht, wenn du aus der Box fährst, wenn du ganz vorne stehst, ne? Aber du sprachst von der Formation Lab. Ja, natürlich. Er kann sich ja anschieben lassen. Siehst du das schon? Das sag ich doch. Ja, als letzter kann er sich nicht anschieben lassen. Okay, gehen wir mal ganz nach vorne. Dauert eine Weile, bis die Kameras hier durchgeswitcht sind. Da kommt der ganze Saftladen hier. Der geliebte Sauladen. Jetzt kannst du mal schon gucken, ob der erste schon vorne ist. Nein, noch nicht ganz. Okay. Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was wir da jetzt machen. Ich habe ja immer so ein bisschen, ich habe jetzt auch schon das Rambo-Syndrom. Sprich, ja, ihn jetzt wieder zu zeigen am Start, dachte ich, widerstrebt mir schon ein bisschen. Aber es ist einfach mal die meiste Action zu erwarten. Auf der anderen Seite reicht es auch, wenn wir sehen, nach einer halben Runde, dass er irgendwie auf Platz 3 fährt. Guck mal, die fahren ja alle über Start und Ziel drüber. Warten wir nicht auf die Hand. Ich hab's dir extra verkniffen. Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das hatte ich schon bei euch das Problem. Ja. Jo. Mhm. Und letztes Jahr beim Porsche auch. Ja, ja. So, da das jetzt noch irgendwie 20 Sekunden dauert, bevor das hier losgeht, machen wir ganz schnell in die Küche. Ja, als ob dieses Rennen... Ah, Mikro ist an. Super. Gut, dann schweige ich mal einen Moment. Sind die immer noch nicht da? Ja, du hattest das auch gerade so schön platziert, dass wenn ich was gesprochen habe, ich mich selber nochmal gehört habe. Deshalb habe ich jetzt mal einen Moment geschwiegen. Was? Ich habe mein Mikrofon hochgeklappt. Das war gar nicht, kam gar nicht gehört. Ich habe mich gehört. Uh-huh. Naja, gut. Spannender ist das, was jetzt hier gleich auf der Strecke passieren wird. Für wen hast du dich entschieden? Den da. Wer ist das? Oh, René Herzig, blinzelt ja, schon. Perfekte Wahl. Was, er blinzelt schon? Ja, dem fehlt schon vorne. Bleibt mir der Stefan Teigler, das streamen wir auf. Boah, das mag ich ehrlich gesagt nicht tatsächlich. Er ist jetzt tatsächlich aus. Boah, da haben wir jetzt aber vielen Dank für den Tipp.